Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es geklappt hat zur Command A. Wir sagen intern CMDA. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich mich bedanken bei der Deutschen Telekom AG, denn das ist nicht selbstverständlich, dass man bei so einem großen Konzern einfach mal im Auditorium eine Veranstaltung abhalten kann. Also man ruft da nicht bei der Hotline an und sagt: Hallo, hier ist Apfeltalk, wir würden gern mal. Nee, die verkaufen euch dann einen Vertrag, das ist auch okay. Also recht herzlichen Dank an die Deutsche Telekom. Ja, genau. Und selbst wenn man die Deutsche Telekom im Sack hat, es reicht ja nicht einfach nur so ein Konzern. Herzlichen Dank an Telekom Open Spaces, die das überhaupt ermöglicht haben, die das hier auch organisiert haben. Ohne diese Menschen, denn es ist ja dann doch immer eine persönliche Sache, ohne die wäre es nicht gegangen. Vielen Dank, Telekom Open Spaces. Und danke an unseren Partner AVM. AVM aus Berlin sind heute hier. Die Pressechefin ist da und die haben uns fantastische Preise mitgebracht. Das heißt, jeder, der hier ist, hat nachher noch die Chance, richtig schöne Gadgets mitzunehmen. Und zwar nicht irgendwie einen Anstecker oder so, sondern schon amtliche Geräte von AVM. Also vielen Dank, AVM, dass ihr da seid. Und ich glaube, niemand wäre doch heute gekommen, wenn jemand gesagt hätte: So, ja, Michi steht auf der Bühne, dann kommen wir mal her, gucken den an. Vielleicht, das ist natürlich toll, aber ohne unsere Speaker wäre das nichts. Also vielen Dank an euch, dass ihr da seid. Katja, Richard, Sascha, Matthias, Dankeschön. Bin gleich fertig, aber das muss sein. Tut mir leid. Es ist eine persönliche Sache. Sowas wie hier kriegt man nicht auf die Kette, wenn man nicht persönliche Kontakte hat. Und wenn wir nicht konstant in der Sendung Apfeltalk Live von Stefan mit Tweets bombardiert worden wären, der außer uns natürlich immer schöne Tipps gegeben hat, aber auch immer auf seinen Podcast hingewiesen hat, wären wir nicht hier. Stefan und Nancy Wolfram, vielen Dank, dass ihr das ermöglicht habt. So, zwei noch, dann sind wir durch. Dieses Logo, CMDA und auch der Name, ist nicht auf meinem kreativen Haufen gewachsen, sondern das ist ein Produkt der Community. Carlo Di Gian Vittorio hat sich den Namen und das Logo ausgedacht. Vielen Dank, Carlo. Du bist auch hier. Ich weiß gerade nicht wo. Da. Und last but not least, das ganze Apfeltalk-Team. Alle haben heute mitgemacht. Ihr erkennt sie an den roten T-Shirts. Ihr könnt sie nachher auch anquatschen. Ihr könnt sie auch jetzt anquatschen. Die sind für euch da. Die haben euch schon am Empfang reingelassen, haben mit euch geredet. Also alle, die Apfeltalk sozusagen hinter den Kulissen und auch ein bisschen natürlich vor den Kulissen betreuen, sind heute hier. Vielen Dank an Apfeltalk. So. Aha. Geht ja schon gut los. Verrückte Idee. Mal sehen. So, jetzt. Danke, da war eigentlich. Diese Folie hätte jetzt kommen sollen. Der läuft ja schon perfekt hier. Okay, aber jetzt fangen wir an. Wir machen eine kurze Zeitreise. Bevor wir die machen, möchte ich euch bitten, wenn ihr Fotos macht, sehr gerne. Übrigens Hinweis: Hier werden auch Fotos von euch gemacht. Der Ulrich ist dabei, macht für Instagram und auch für unsere Kanäle Fotos. Also, wer das nicht möchte, sagt Ulrich bitte. Bitte nicht fotografieren, ansonsten gehen wir davon aus, dass ihr das mögt. Dann, wenn ihr Fotos macht, worum ich euch natürlich auch herzlich bitte, bringt es hinaus in die Welt unter zwei Hashtags. Diesem hier, das ist irgendwie logisch, ne? Das ist unser CMDA 2019 Hashtag. Und wenn ihr die hohe Schule der Hashtag-Kunst beherrscht, dann macht ihr noch dieses dazu. Da würde ich euch auch sehr drum bitten. Das ist das Telekom Wall Hashtag. Dann erscheint ihr oder beziehungsweise euer Foto, euer Posting nachher nach dem offiziellen Bühnenteil hier auf dieser großen Wand. Also würde ich mich sehr freuen. Macht Fotos, macht Videos, quatscht die Leute an und benutzt diese Hashtags. Das wäre toll. So, soweit alles verstanden? Noch Fragen? Okay, wir machen eine kleine Zeitreise. Wir reisen ins Jahr 2010. Das ist jetzt, ach so, eine Sache haben wir noch vergessen. 2011 ist Steve Jobs gestorben, am 5. Oktober, 8. Todestag heute. Also schon irgendwie dramatisch heute der Tag, aber ich wollte die Stimmung nicht noch weiter runterreißen. Wir reisen also ein Jahr vor dem Tod von Steve Jobs. Da hat er nämlich sich's nicht nehmen lassen, das allererste iPad vorzustellen. Und der junge Journalist Richard G.
war zu dieser Zeit in New York, ich glaube, als Volontär, bin gar nicht sicher, hat auf jeden Fall mal gesagt, das wäre doch mal interessant und ihr wisst es ja selber auch, viele von euch stehen ja, ich kenne es von Helge Bruhn, stehen ja gerne für Apple-Produkte an, ich selber habe auch schon mal angestanden. Warum stellen sich Menschen denn bitteschön für ein Apple-Produkt vor so einen Laden? Das wollte Richard wissen und ist demzufolge zu dem ikonischen Apple Store in New York City gegangen, diesen Glaswürfel, der jetzt gerade auch wieder neu eröffnet wurde, hat sich da hingestellt, hat Leute interviewt und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Durch irgendeine Verkettung von Umständen war er an Nummer 1 der Warteschlange, was sonst nur Helge Bruhn schafft, und war somit der erste iPad-Käufer der Welt. Und die Zeitungen haben damals getitelt, das erste iPad geht nach Bayern. Ich weiß nicht, ob man darüber lachen oder weinen sollte, aber auf jeden Fall war Richard derjenige, der es gekauft hat. Und in seinem Twitter-Profil steht seinerzeit oft voraus und fast immer zu spät. Deswegen bin ich besonders froh, dass er heute pünktlich ist. Richard Gutjahr. Ach, das ist sehr schön. Danke für diese tolle Anmoderation. Ja, da werden Erinnerungen wach. Das ist toll. Wisst ihr noch, wie ihr euer erstes Apple-Produkt in Händen gehalten habt? Ja, das ist fast schon ein heiliger Moment gewesen. Ja, so alt sind wir schon geworden, Michael. Krass, oder? Ja, naja, gut. Trotzdem, hilft ja nichts. Ich darf heute mit euch einen kleinen Ausflug machen, und zwar ein bisschen weg von Apple-Produkten, aber irgendwie auch nicht. Denn das Thema, was mich seit den letzten eineinhalb Jahren kitzelt und elektrisiert im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ein ganz anderes. Und zwar geht es um das Thema Autos, Automobile. Hier in Deutschland vielleicht wichtiger als in vielen anderen Ländern, als Autonation schlechthin. Und ich habe mich nie für Autos interessiert, nie, in meinem ganzen Leben. Auto hatte für mich immer nur so Bedeutung, wie komme ich von A nach B, ohne C fragen zu müssen, dass er oder sie mich mitnimmt. Und dann passierte etwas, was tatsächlich mein neues Thema geworden ist, und zwar habe ich ein neues Projekt, das nennt sich Emobli, und ich führe das immer gerne, auch wenn ich irgendwo Vorträge halte, mit diesem Bild ein, und zwar: Das ist ein wunderschönes Gemälde von Magritte, und das heißt mehr oder weniger, das hier ist keine Pfeife. Ne? Das ist keine Pfeife. Genauso wenig wie das hier ein Telefon ist. Würdet ihr mir wahrscheinlich alle recht geben. Und justemang passierte tatsächlich vor ein paar Jahren genau das hier, nämlich mir ist ein Auto begegnet und ich auf einmal saß ich in einem Gefährt und ich fühlte mich wie damals mit meinem allerersten Apple-Produkt, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht in Worten ausdrücken, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendetwas passiert hier gerade, das ist größer als jetzt mal eben schnell mal irgendwie ein neues Ding. Das wird bleiben, das wird unser Leben, unser aller Leben verändern. Und das ist tatsächlich mir zum allerersten Mal seit Apple mit diesem Gefährt passiert. Wie gesagt, ich habe mich nie für Autos interessiert, auch kein Wunder, denn ich interessiere mich normalerweise eben eher für schicke große Bildschirme und ihr habt es, Michael hat es schon angedeutet, da werden Erinnerungen wach an Zeiten, die eben auch schon ein paar Jahre herliegen, und da sieht man ganz klar die Verbindung. Ne? Also dieses Display, und im Grunde genommen ist für mich tatsächlich das Auto wie ein rollender Computer plötzlich geworden, und das Auto eben nicht gedacht her von irgendwie, okay, das ist ein Ding, hat vier Räder und macht Lärm, hin zu einem, wie soll man sagen, ja, iPad auf Rädern. So. Und das hat mich gehuckt. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn du das Auto tatsächlich jetzt mal anders denkst und nicht mehr, wie gesagt, klassisch macht Lärm und kostet viel Geld. Gut, das mit dem viel Geld kosten ist geblieben. Und deswegen habe ich mich mit ein paar Leuten zusammengetan, die ähnlich verrückt sind wie ihr und einer Community frönt, und
habe eben selber eine Community gegründet. Wir schalten jetzt ab Montag dann auch endlich den Kommentarteil frei. Haben wir lange noch gewartet, weil wir erst ein paar andere Dinge richten wollten. Wir wollten dann nicht halbgar sozusagen in die Community starten, aber das ist sozusagen mein neuestes Baby. Und wir versuchen also das Thema Elektromobilität ein bisschen begreifbarer zu machen. Wir wollen den Spaß, genauso wie Apple nie um Nullen und Einsen und irgendwie rumschrauben an Geräten ging, sondern dass wir einfach Spaß am Machen hatten. Ne? Steve Jobs hat ja famously mal gesagt irgendwie, dass die meisten Technik-Nerds und Journalisten immer die falschen Fragen stellen. Die fragen immer, was kann das Gerät und was ist da drin und so weiter. Und der 10-jährige Sohn von John Lennon hat die einzig richtige Frage gestellt auf einer Party, hat gesagt irgendwie, was kann ich damit machen? Ne? Es geht nicht darum, was die Maschine kann, sondern wozu ermöglicht mich diese Maschine? Und genau diesen Spirit wollen wir eben auch in Immobili reintragen und einfach die Freude tatsächlich an einer völlig neuen Denkweise, was Mobilität angeht, irgendwie vermitteln. Genau. Wir haben dazu ein paar Oberflächen gebaut. Das alles ist noch so ein bisschen so im quasi Beta-Stadium, aber funktioniert schon ganz gut. Man kann hier in Bonn zum Beispiel sehen, wo gerade Ladesäulen frei sind, welche kaputt sind oder welche gerade besetzt sind. Man kann sich auf einem noch rudimentären Rechner angucken, irgendwie, wie soll mein Auto konfiguriert sein, und dann sucht er dir in Echtzeit sozusagen also alle die Modelle raus, die du gerade in Deutschland kaufen kannst, wie teuer die sind und was die so an Strom bedeuten. Man kann sich also da ein bisschen austoben, immobili.de oder .com oder was auch immer, und ihr landet bei uns auf der Seite. Ich möchte euch ein bisschen kurz beschreiben, meine eigene Reise in dieses Thema, weil wie gesagt, ich hatte vor 1,5 Jahren noch nichts, wirklich absolut nichts mit dem Thema Autos zu tun und habe mich da natürlich ein bisschen schlau gemacht und ich war ein bisschen verwundert darüber, dass es Länder gibt, die in der Elektromobilität tatsächlich schon raketenmäßig voran sind. Ja, also wir in Deutschland hier irgendwie so rum, da unten sind wir da, ne? Hier Deutschland. Bei 2% aller Autos, ne? 40 Millionen Autos gibt es in Deutschland, 2% davon sind nur elektrisch, also wirklich elektrisch und nicht getarnte Verbrenner, das sind Hybride. Und Norwegen zum Beispiel, also hier oben, hat mittlerweile fast schon, sind noch alte Zahlen, schon 55% ist schon elektrisch, also echt elektrisch. Ja? Nicht irgendwie Dieselmotor mit einem kleinen Rasenmäher Elektro-Alibi-Motor dazu. Das heißt, wie kann es sein, dass ein Land, das gar nicht so weit weg ist von uns, da eigentlich schon so durchstartet und wir hinken so weit hinterher? Und für alle diejenigen, die meinen irgendwie, Norwegen ist so ein riesen krasser Ding und die sind da schon so ewig lang dabei, guckt euch mal an, wo die vor 5 oder 6 Jahren waren. Die waren da nämlich auch ganz tief unten im Keller bei wenigen Prozent Elektrifizierung beziehungsweise elektrische Autos. Und was passiert ist tatsächlich in diesen 5 bis 6 zurückliegenden Jahren, das ist wirklich faszinierend, denn da sind die Zahlen plötzlich explodiert. Ja? Und ich schaue mir diese Tabelle immer ganz besonders gerne an, wenn es immer heißt, ja, das wird bei uns ewig dauern und es kommt irgendwann mal im Jahr 2030 oder sowas. Das dachte man in Norwegen auch und dann passierte eben diese Entwicklung. Die Anzahl der Elektroautos in Deutschland, lasst euch nicht von der Kurve beeindrucken, das sieht gigantisch aus, ist aber natürlich lachhaft, ja, 83.000 elektrische Autos aufs ganze Land. Wie gesagt, 40 Millionen gibt es. Da ist noch ein weiter Weg nach oben. Aber dieser weite Weg nach oben, den kennen wir schon. Den kennen wir nämlich von der Penetration der Smartphones her. Und ihr alle, wie ihr hier sitzt, gehört sicherlich eher so zu der Ding der Innovators, also ganz links. Ah, ich gehe nochmal zurück. Da. Die Innovators, das sind diejenigen, die wirklich ganz früh schon ein Smartphone hatten. Ja, iPhone Launch ist hier 2006, 2007 ging es also hier los im Sommer. Ne? Das sind die Early Adapters. Wer von euch hatte das iPhone schon das allererste iPhone, sagen wir mal so. Okay, ne? Das waren noch nicht so viele. Und dann kommt tatsächlich so die Early Majority. Da sind wir jetzt. Ne? Also Oktober 20. Das heißt, ihr seht, was für eine Entwicklungskurve das genommen hat, das Ganze. Und wenn wir jetzt
zum Thema Elektrifizierung, also weg von den Verbrennern hin zu echten elektrischen Autos. Wenn wir diesen Vergleich jetzt mal weiterspinnen, dann sind wir jetzt gerade da. Das heißt also, ne, da sind wir jetzt gerade, was elektrische Autos angeht, und ihr seht, was für ein riesen massiver Berg da noch kommen wird. Das heißt, da haben wir noch ein paar Jahre vor uns. Schauen wir uns kurz die Situation der Hersteller an, denn bevor es das erste iPhone gab, gab es natürlich auch schon andere Smartphones, und genauso gibt es das auch in der Autoindustrie. Ich habe diesen Film, ihr kennt diese Animationen bei YouTube ein bisschen, ich habe diesen Film jetzt nochmal verdoppeln müssen im Timelapse, weil sonst hätte es die Redezeit gesprengt. Und da seht ihr, was mit den Marken passiert ist. Unten seht ihr also die Jahreszahlen, ne? Und achtet nur mal auf Tesla, das ist dieser purpurne Balken da an Position 4 jetzt im Jahr 2014. Achtet nur auf die purpurne Säule und was sich da in den letzten Monaten sozusagen getan hat. Und dann seht ihr auch die Situation der Autohersteller, wie sich die plötzlich wandelt. Ne? Achtet nur auf die purpurne Säule. Jetzt kommt das Model X dazu. Unten überholt BMW, überholt Toyota, dann auch Ford, und jetzt sind wir schon fast im Jahr 2019 und boom. Erinnert euch das an etwas? Nokia, Kodak, was auch immer. Ja, also es gibt tatsächlich Geschichten. Es heißt immer so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal reimt sie sich. Und hier sehen wir tatsächlich, dass die alten Player plötzlich ziemlich alt aussehen. Und das runtergebrochen auf unsere Autoindustrie, könnte ich mir vorstellen, dass wir uns da auch in den nächsten Jahren auf ein paar Überraschungen gefasst machen. Bei uns in Deutschland ist die Welt noch in Ordnung. Das sind die meist zugelassenen Autos bei uns zurzeit. Ihr seht, alles noch im schwarzen Bereich bei VW. Ist noch alles gut übrigens. Die meist zugelassensten Autos in den letzten Monaten waren Dieselfahrzeuge in Deutschland. So schnell geht das mit dem Kurzzeitgedächtnis. Und das Tesla Model 3 krebst irgendwie auf den unteren Rängen. Ganz anders, wenn wir in die Niederlande schauen. Da hat nämlich tatsächlich Tesla in diesem Monat, also im letzten Monat, im September, tatsächlich alle anderen Autos bei den Neuzulassungen überholt. Ich wiederhole, alle anderen Hersteller und Fahrzeuge. Also nicht nur unter den Elektroautos, sondern alle Autos ist auf Platz 1 jetzt Tesla. Wie Kai aus der Kiste, alle anderen hinter sich gelassen, die jahrzehntelang die Spitzenreiterposition innehatten. Und das ist kein Einzelfall. Das haben wir nämlich in Norwegen gesehen, das haben wir in der Schweiz bereits gesehen. Und wenn wir uns jetzt in Norwegen anschauen, wie da die Kuchenverteilung ist, dann guckt euch das mal an. Das sind die Neuzulassungen in Norwegen, 11% Benzin, 12% Diesel, Hybrid immer noch 22, aber stark rückläufig. Elektroautos 25%, jedes vierte neu zugelassene Auto ist ein Elektroauto ohne Tesla und boom. Tesla ist quasi schon eine eigene Kategorie geworden in sich. Das heißt nicht nur, dass jedes zweite Auto elektrisch ist, sondern jedes vierte Auto ist ein Tesla. Und was das für unsere Automobilindustrie eines Tages bedeuten könnte, das überlasse ich euch. Wenn wir uns die weltweit meistverkauften Elektroautos anschauen, dann ist Platz 1 Tesla, amerikanischer Hersteller. Aber damit nicht genug, denn die Gefahr droht noch von einer ganz anderen Richtung auszukommen, nämlich nicht nur im Westen von uns, sondern auch ganz im fernen Osten. Die meisten elektrischen Autos werden mittlerweile von China hergestellt, verkauft und demnächst auch nach Europa exportiert. Das heißt, wir stehen vielleicht tatsächlich vor einer Zeitenwende, dass die Autos nicht von uns Deutschen hergestellt werden, sondern eben von den Chinesen und zurückexportiert werden. Denn wenn ihr euch mal ein BYD oder eben jetzt auch ein Byton zum Beispiel anschaut, dann ist der Abstand, also wenn man drinnen sitzt, neulich auch ein NIO gefahren, ist nicht mehr so weit weg von einem Audi oder von
Mercedes, da kann Palle gleich drauf antworten. Schauen wir uns die eigentlichen Geld-Cash-Cows an, das sind die Provider. Und wir sind ja nicht zufällig gerade heute hier, denn auch die Deutsche Telekom hat erkannt, was die Stunde geschlagen hat. Die haben das Spiel nämlich schon mal durchgespielt, nämlich damals bei den Mobiltarifen und hat sich gesagt, Mensch, mein Gott, vielleicht wird in Zukunft das Geld gar nicht mit den Autos gemacht, sondern mit dem, was sie tanken, nämlich Elektrizität. Und das nicht nur, ne, Telekom ist jetzt kein Stromanbieter, aber ein Stromvermittler. Und haben eben aus diesem Comfort Charge jetzt eine eigene Ladekarte gemacht. Die heißt Get Charge, ist dieses Jahr erfolgreich eingeführt worden oder Ende letzten Jahres sogar schon. Und erfreut sich großer Beliebtheit. Das Problem ist, auf die Idee kamen viele andere eben auch. Und es gibt viele Ladekarten, mit denen man sein Auto laden kann. Und da sind wir so ein bisschen da, wo wir schon mal waren, in unserer Geschichte. Ihr alle erinnert euch bestimmt noch an diese Fernsehspots. 1188-0. 1188-0, Sandra Krone, guten Tag. Ja, ich bräuchte bitte die Nummer von Lippert Friseure in München. Gerne, das ist die 08076. Können Sie die vielleicht nochmal wiederholen? So oft Sie wollen, wir sind doch keine Bandansage. Spitze. 1188-0. Da werden Sie geholfen. Es ist tatsächlich wie so eine kleine Zeitreise, denn das, was wir mit der Elektromobilität gerade erleben, ist wie in den Anfangsjahren unserer Mobilfunk- oder beziehungsweise dieser Pre-Call-by-Call-Nummern. Erinnert ihr euch noch, wo wir so einen Zettel irgendwie in dem Telefon irgendwie noch liegen hatten und die Vorwahlnummer zu wählen, damit man irgendwie günstig ins Ausland telefonieren konnte oder irgendwie die ganze Nacht irgendwie mit seiner Freundin quatschen konnte? Und genau da, an diesem Punkt, ganz jungfräulich, sind wir jetzt gerade, was die Elektroautos angeht, denn tatsächlich gibt es solche Tabellen wieder. Wir machen selber auch bei Immobli eine, wo wir euch dann sagen, da könnt ihr gerade am günstigsten Strom tanken mit eurem Tesla oder mit eurem e-tron oder mit eurem Leaf. Und das ist mit die meist abgerufenste Seite bei uns im Blog. Das ist immer ein Spitzen, machen wir jeden Monat neu, das sind die Tarife für diesen Monat und das läuft wie Sau. Also, alles schon mal da gewesen, aber wir wissen natürlich auch, wohin das führt. Dieses Chaos, das macht keiner lange mit, sondern irgendwann mal werden sich ein paar Platzhirsche rauskristallisieren und das sind in der Regel nicht die klassischen Anbieter, die sowieso schon im Markt waren, sondern das sind meistens irgendwelche Dritten, die ganz neu in diesen Markt reinkommen. Haben wir alles schon gesehen, möchte ich viel Geld drauf wetten, hier auch wieder geschehen. Es geht also um die Plattform. Wer meint, dass er sein Geschäft oder seine Raststätte oder wo auch immer dann jetzt irgendwelche Selling Points dranhängen, irgendwie damit noch die Kunden zu sich locken kann, der hat die Zeichen der Zeit wahrscheinlich immer noch nicht verstanden. Denn tatsächlich, wenn du einen Tesla fährst oder sowas, dann schaust du gar nicht auf solche Schilder mehr, sondern dann da wird dir geholfen. Und hier legst du im Grunde genommen auch fest, wo du zum Beispiel wo du die Nacht verbringst zum Beispiel. Also ich habe mein ganzes Kaufverhalten geändert, denn ein Hotel, das keine Ladesäule entweder vor der Tür oder eben in der Tiefgarage hat, das existiert für mich nicht, wird mir von diesem Gerät auch gar nicht mehr angezeigt. Es existiert de facto nicht mehr, ausgelöscht aus dem Bewusstsein der Welt. Und ich glaube tatsächlich, so werden wir auch in den nächsten Jahren tatsächlich, wenn du nicht im App Store bist, dann hast du im Grunde genommen keine Chance, dann existierst du einfach für einen ganzen Markt nicht mehr. Und deswegen glaube ich, und da bin ich nicht alleine, werden diejenigen, die noch mit alten Falk-Stadtplänen oder mit irgendwelchen Schildern rummachen oder sowas, ihr Waterloo erleben. Und dann sind wir auch schon wieder bei Apple, denn ihr wisst, auch Apple macht ja was im Auto irgendwie stattfindet. Ob das Auto jemals kommen wird von Apple, das werden wir hoffentlich irgendwann mal erfahren. Aber der Krieg hat ja jetzt schon begonnen. Ne? Kann das Apple CarPlay, bei meinem BMW i3 zum Beispiel, hat BMW sich original nochmal 350 € hat mir abgeknöpft, um Apple CarPlay freischalten zu lassen. Es war sowieso schon von Anfang an drin, ja, weil es ist halt einfach so, ja, das ist halt deren Gebühr. Sei es drum, also der Krieg findet jetzt schon statt und er wird wahrscheinlich eher härter, als dass er wieder abnimmt. Ich komme zu meinem Fazit dieses kleinen Vortrages.
ich glaube tatsächlich, die Karten im Automobilmarkt, und zwar ne, Automobilmarkt Deutschland, da hängt fast jeder fünfte, sechste Arbeitsplatz direkt oder indirekt mit dran, werden neu gemischt. Deswegen wird das volkswirtschaftlich für uns eine Riesennummer werden, was dann die nächsten 5 bis 10 Jahre passiert. Zweitens, die Entwicklung in Norwegen, die wir gesehen haben, wie gesagt, vor 7, 8 Jahren waren die auch bei 2% elektrisch. Das heißt also, das haben wir noch vor uns. Wenn es aber bei uns kommt, dann wird das so viel heftiger werden als in Norwegen. Es wird auch vor allem schneller und radikaler passieren. Warum? Weil es inzwischen ja auch mehr Modelle gibt. Auch Mercedes hat mittlerweile schöne Elektroautos. Und das gab es vor 7 Jahren eben nicht. Das heißt also, heute wird so ein Hebeleffekt, den der Norwegen irgendwann mal einsetzte, wird sehr viel radikaler, sehr viel krasser kommen, als das eben vor 7 oder 8 Jahren überhaupt möglich gewesen wäre. Punkt 3, kauft euch bitte bloß keine Hybridautos, die sind nämlich alle jetzt schon dead on arrival. Ihr werdet sie nicht mehr wiederverkaufen können. Sie werden einen Null-Wiederverkaufswert haben. Warum? Weil sie im Grunde genommen, ja, ich sagte es schon einst, getarnte Verbrenner sind und wir sehen, alle Zahlen aus den Märkten, wo Elektromobilität einmal Fuß gefasst hat, ist, das sind die Autos, die keiner mehr haben will, weil sie das Schlechteste aus beiden Welten darstellen. China wird Deutschland als Autoindustrie-Nation Nummer 1 ablösen. Klar, die schiere Masse alleine, aber wie gesagt, ne, die Kopien oder die einzigen Kopien von China sind meistens oder manchmal schon besser als das Original. Und wenn ihr auch an die Software denkt, die Tencent oder sonst wo, also in seinen Smartphones verbaut, das ist teilweise schon besser als das, was wir aus dem Silicon Valley kennen. Sehr viel konsequenter und sehr viel umfassender. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch hier eine Wachablösung erleben könnten. Und letzten Endes glaube ich, und das glaube ich mittlerweile jeder, ganz am Ende, also wenn alles durchgespielt ist, Energiemarkt, die Fahrzeuge selber, die größten Margen, die größten Gewinne werden eben nicht, wird nicht die Hardware sein, wird eben nicht irgendwie die Energie sein, sondern das wird die Plattform sein, auf der euer Auto laufen wird. Und das ist in der Regel am Ende immer Google. So krass wollte ich es jetzt nicht sagen. Das wäre es sozusagen als kleine Einstimmung. Ich hoffe, dass das eine oder andere jetzt weitergesponnen und aufgegriffen wird von dem Kollegen, der jetzt gleich kommt. Er ist bei Mercedes. Und für dich, Sascha, habe ich mir eine kleine These noch ausgesucht und ausgedacht. Ich glaube, dass BMW und Daimler in den nächsten 10 Jahren fusionieren werden oder aber von einem Dritten geschluckt werden. Das von mir. Vielen Dank. Danke dir. 11880, sag mal, wie ist denn die Nummer von Sascha? Dem müssen wir Beruhigungsmittel zukommen lassen. Okay, alles gut. Ja, danke, danke. Ja, ciao. So, okay. Vielen Dank, Richard. Sehr erhellende Einblicke in die Entwicklung. Obwohl ich tatsächlich so eine Karre auch gerne hätte. Gibt es die elektrisch? Die fährt elektrisch, ne? Okay. Stimmt. Den brauchen wir, weil wir ins Jahr 2008 zurückgehen. Klugscheißer würden sagen, ins Jahr 2007. Bleiben wir bei, ja, ich habe keinen angeguckt. Doch, Mist. Im Jahr 2008 haben wir alle noch mit offenem Mund auf dieses Ding gestarrt. Kennt den jemand? IPC, ne? Mit 3 Es, warum auch immer, ne? IPC. Also wir haben da drauf geguckt, so, warum? Ich weiß selber, ich war auf der CeBIT damals bei Heise am Stand und habe ein Interview gemacht und die waren alle der Meinung, ja, nett, aber irgendwie reduced to the max und braucht keine Sau. Apple war, glaube ich, 2008 mit dem ersten Aluminium-MacBook am Start. Und da kann man so ein Ding hier natürlich, egal. Der junge Sascha P. hat aber was anderes darin gesehen. Der hat darin erkannt, da kommt irgendwas in Bewegung. Geräte werden mobiler, kleiner, kompakter. Und er hat einen Blog darüber gestartet. Und zwar nicht einfach so, sondern sehr, sehr erfolgreich. Jahre später hat Sascha dann sehr erfolgreich das bekannteste deutsche Technikblog Mobile Geeks betrieben. Ihr seid da, ne? Irgendwo, ich höre Fanrufe. Mobile Geeks
von Taiwan aus, seiner Wahlheimat, muss man auch mal schaffen, ne? Nicht in Deutschland ansässig, sondern aus Taiwan. Ich habe immer die These, man ist näher am Geschehen, wenn man in Taiwan ist, aber das kann er vielleicht selber nachher noch erzählen. Der spektakulärste Wechsel der Blogosphäre war, glaube ich, Saschas Wechsel von Mobile Geeks, hat also das Projekt komplett abgegeben, zugegebenermaßen auf einem sehr erfolgreichen Standpunkt. Man hätte auch sagen können, wieso, läuft doch gut, warum weg? Zur Daimler AG, wir haben es eben schon von Richard gehört. Dem größten Autobauer der Welt, so kann man das ja ohne Übertreibung sagen. Nicht? Doch nicht? Naja, gut. Komm, du hattest mir extra die 50 Euro gegeben hier. Das ist, naja, egal. Also, und er stand bei so ziemlich allen Großen dieser Welt auf der Bühne. Alle CEOs dieser Welt hat er schon interviewt. Heute ist er bei uns und er wird uns seine sehr spezielle Ansicht über Apple erzählen. Herzlich willkommen, Sascha Pallenberg. Gerne. Dieses ist es. Dankeschön. Wow. Jetzt will ich das nicht zu einer Autoconvention werden lassen, nachdem der Richard so vorgelegt hat. Aber er hat da natürlich die ein oder andere Vorlage gegeben. Nein, macht euch keine Sorgen. Ich finde das super spannend. Das Schöne an Richards Vortrag ist, dass ich sofort weiß, dass ich in Deutschland bin. Wir sind fundamental gut da drin, wahrscheinlich die Besten auf diesem Planeten, wenn es darum geht, eigene Errungenschaften in Orkus zu reden oder zu bloggen. Das klickt verdammt gut, macht auch Spaß. Und wenn er irgendwann mal seinen Kommentarbereich freischaltet in seinem Blog, wird das wahrscheinlich auch für das entsprechende Engagement sorgen. Alle müssen von irgendwas leben. Ich fand die Beispiele extrem wichtig, weil ich bin mit Richard absolut einer Meinung, dass sich die Automobilindustrie in eine Plattformökonomie verwandeln wird. Natürlich. Das war auch mit ein Grund, warum ich in selbige gewechselt bin, weil ich super spannend finde. Weil es nämlich gerade die spannendste Industrie ist, die es überhaupt gibt. Weil hier eine ganze Menge zusammenkommt. Ich habe mich auch schon oft genug hingestellt auf internen Mercedes-Benz-Veranstaltungen und habe gesagt, meine Güte, dieses Command Online, das war mal das Infotainment-System, was über viele, viele Jahre verkauft wurde. Wenn ich sagen würde, es ist durchschnittlich, dann ist das sehr diplomatisch. Das ist einfach schlecht gewesen. Das ist nicht aufgefallen, weil die Konkurrenzprodukte noch schlechter waren. Das heißt aber nicht, dass man was Gutes hat. Aber mittlerweile haben wir, glaube ich, etwas mit MBUX, was ganz, ganz spannend ist. Ganz kurz nochmal auf diese Märkte. Das fand ich toll, dass er Norwegen genannt hat. Das ist wir haben uns vorhin auch gerade mal über Subventionen unterhalten. Norwegen, 95% der Elektroautosubventionen kommen aus dem Ölexport. Dann weiß man auch so ein bisschen, wie das miteinander zusammenhängt. Übrigens, die drei meistverkauften Elektroautos in Norwegen, auch spannend, ich bin auch generell Standortlobbyist. Ne? Nummer 1 Nissan Leaf, historisch. Nummer 2 ist der VW Golf und Nummer 3 der BMW i3. Also irgendwie haben die einigermaßen die Kurve bekommen, zumindest zwei OEMs. Wir sind leider nicht unter den ersten drei. Das macht nichts. Sie bauen aber auch nicht erst seit gestern Elektroautos. Mercedes Electric wurde 1903 schon in Berliner Feuerwehren verkauft, war ein Pritschenwagen, elektrisch. Ne? Und der Smart war de facto ab 2007 der erste EV in Serienproduktion eines traditionellen OEMs. Und ich glaube, so in den nächsten, also wenn man das Bild von der diesjährigen IAA gesehen hat bei uns bei der Pressekonferenz, keine Angst, es wird keine Werbenummer, danach bin ich durch. Aber ich muss den Richard jetzt noch wenigstens gleich ein bisschen Gesprächsstoff noch geben. Wenn man das Bild von unserer Pressekonferenz von der IAA gesehen hat, hatten wir vorne 7 Plug-in-Hybriden, die sich fantastisch verkaufen werden, lieber Richard. 4 komplette EVs und im Hintergrund waren 9 Nutzfahrzeuge voll elektrisch. Ja, also wir reden insgesamt über 20 Modelle. Wir bringen bis 2022 10 EVs raus, Pkw-Bereich. Geht also jetzt sehr, sehr schnell. Und bei Nutzfahrzeugen haben wir mittlerweile schon etwa 10 verschiedene Modelle bei unseren Kunden. Da kommt also eine ganze Menge. Und am Ende des Tages müssen die auch Geld verdienen. Und offensichtlich gibt es da einige, die durchaus Marktanteile sich gerade reinknallen, die es mit dem Geld verdienen aber einfach nicht so drauf haben und immer nochmal von Investoren nachlegen müssen.
Aber das nochmal, das wird sich alles ändern und ich bin gespannt darauf. Ich glaube, das ist echt ein irrer Markt. Mein iPhone-Moment, muss ich sagen, habe ich nicht gehabt. Ich habe damals das allererste iPhone gekauft. Ich bin 2006 aus Deutschland nach Boston gezogen und habe Tablets gebaut. Ich habe Systemarchitektur gemacht und wir haben Tablets unter anderem für Boston Police und Shell Ölplattform und so weiter. War ganz toll gewesen. Die wollten alle spezielle Tablets haben mit einer Glasfront, die schusssicher war und das Ding muss auch noch 20 Meter unter Wasser laufen. Da konntest du ein Tablet halt für $5,000 verkaufen. Für 3 Jahre etwa. Dann kam halt das iPad raus und dann war der Markt einfach erstmal im Arsch. Aber ich möchte gerne echt über Apple reden, weil das ist mir sehr, sehr wichtig. Mein Chef sagte noch die Woche zu mir, weißt du was, 2 Dinge, wenn ich da vor 10 Jahren drauf gewettet hätte, beim englischen Buchmacher wäre ich jetzt reich. Ne? A, dass du niemals bei einer Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund sein wirst, was als Schalke-Mitglied eher unwahrscheinlich ist. Und das Zweite, dass du jemals auf einer Apple-Community reden wirst, auf einer Convention. Und das hat eine ganze Menge mit dem Team hier zu tun, weil Michael und Jesper damals so die ersten, glaube ich, aus dieser Szene in Deutschland waren, die wirklich so über den Gartenzaun denken konnten. Die gemerkt haben, dass ich eigentlich das Gegenteil von einem Apple-Hater bin, obwohl dieser für Tech-Blogger schon mittlerweile historische Satz "An Apple Rant a Day keeps the traffic away" von mir stammte. Und das funktionierte auch so und das habe ich natürlich auch genutzt. Ich habe den ersten Kontakt mit Apple gehabt 1984. Und zwar habe ich da zum ersten Mal vor einer Lisa gesessen. Und jetzt weiß ich nicht, kennt jemand noch die Lisa von Apple vor Mac? Ne? Es gibt noch einige. Die hatte damals sensationelle 1 Megabyte RAM. 1 Megabyte im Vergleich ist so heute wie, als hätte etwas 10 Terabyte RAM. Heute hat jeder Toaster 1 Megabyte RAM, so ungefähr. Und die hast du angemacht und dann ging riesengroße Lüfter los, das war sehr laut, also da haben sich an Gaming-PCs 20 Jahre später dran orientiert, aber dann passierte was ganz Besonderes und das war, dass auf einmal dieses Ding, was da rechts neben dem Keyboard noch lag, genutzt werden wollte, weil mitten auf dem Screen, ich glaube Finder hieß das Ding damals, ne? Das, die erste Benutzeroberfläche, diese Maus wollte durch die Gegend geschoben werden. Das war so eine Taste, die war extrem schwer gewesen, die Kugel da drin. Alle 2 Wochen musstest du die von den Flusen befreien. Ich habe eine Hausstauballergie, deswegen hat das bei mir alle 4 Wochen stattgefunden, also bis einfach nichts mehr ging. Aber das war für mich so faszinierend gewesen, als ich zum allerersten Mal MS Paint und wie ist das andere Ding? Nicht MS Paint, was erzähle ich denn da? Mac Paint und Mac Writer ausprobiert habe, war das einfach für mich etwas, wow, andere Welt. Und dann kam genau der Moment, der eigentlich mich dann über die letzten 30 Jahre, oder die nächsten 30 Jahre begleiten sollte, indem ich angefangen habe zu schreiben. Und da gab es ein schönes kleines Programm, das nannte sich PageMaker damals. Und PageMaker in Kombination mit einem Laserdrucker und du hast im Grunde genommen genau das gehabt, was heute jeder große Verlag hatte. Du konntest auf einer Qualität publizieren, wie es vorher für dich nicht möglich war. Das führte dann so weit, ich habe dann irgendwann meinen ersten Mac Plus bekommen und habe dann für Biologie einen tollen Aufsatz über irgendwelche Dinosauriergeschichten gemacht. Auf dem Mac. Hab mir schöne Bilder rausgezogen, hab die dann da reingepackt. Ah, was weiß ich, Archaeopteryx, hast du nicht gesehen. Und das über den Laserdrucker ausgedruckt, bin in Copyladen gegangen, hab das binden lassen und stand dann mit 16 oder was, freudestrahlend am nächsten Tag dann vor meinem Biologielehrer und hab ihm das in die Hand gedrückt. Während die anderen halt ihre Klatten mit der Saugklaue abgegeben haben. Richtig. Eigentlich überhaupt nicht, in diesem Falle war ich's, weil der Mac mich so angefixt hat und mir so Spaß gemacht hat. Und dann gebe ich dir ein Ding ab und das kann man 2 Tage später zurück, das kann ich nicht bewerten. Warum? Das hast du alles abgeschrieben und das hast du wahrscheinlich aus irgendwelchen anderen Zeitungen rauskopiert und so weiter. Das war einfach zu professionell gewesen. Wahrscheinlich jetzt auch nicht nur inhaltlich, sondern einfach auch, wie es aussah. Aber das hat der Mac damals mit mir gemacht. Der Mac war übrigens auch das erste Gerät, mit dem ich online gegangen bin 1984, für 1 Monat genau. Dann kam die Telefonrechnung nach Hause.
die ganzen Mailboxes waren an der Westküste in den USA. Und da gab es halt nicht die 0180 zum Vorwählen. Dann waren das so knappe 3000 Mark gewesen. Da war das Modem weg, der Mac weg. Ich abends um 8 Uhr weg in meinem Zimmer. gibt dann ja so gewisse Möglichkeiten, den Sprössling unter Kontrolle zu bekommen. Also ich war immer ein Mac-Mensch gewesen und habe es wirklich geliebt. Ich bin von dieser Kommandozeilen-Sache sehr schnell runter, obwohl ich auch ZX81 und 64er und Amiga und wie sie alle gehabt habe. Und dann gab es so einen Moment, riesen Apple-Fan. Mein Apple-Fantum war wirklich so auf die Spitze getrieben, dass ich eine silberne Apple-Weste hatte mit Lautsprechern drin. Hier oben, da konntest du in die Seite einen Walkman reinpacken. Wenn du da mit dem Skateboard zur Schule mitgefahren bist. Das war was. Heute möchte ich, dass das in diesem Raum bleibt. Ich möchte da nur ungern meine über Jahre aufgebaute Reputation durch verlieren. Dann kam einfach ein Moment, bei dem sich das wirklich verändert hat. Ich fand auch die iPod-Geschichte und so weiter, fand ich alles super toll. Und das war diese Keynote im Januar 2007, die ich mir übrigens mindestens einmal im Jahr noch angucke. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie sie aufgebaut ist, was für Inhalte rübergebracht werden und vor allen Dingen, wie Apple seitdem Keynotes macht. Und das war die Vorstellung des allerersten iPhones. Und da war so ein Moment drin, da habe ich mit Apple gebrochen. Und da sagt der Steve Jobs, we've invented something magically for the iPhone. And we're gonna call it multi-touch. And boy, did we patent it. Das war übrigens auch der allererste Start mit den epischen Patent Wars, die dann mit Samsung nachher starteten, wo ich auch eine sehr dezidierte Meinung zu habe. Aber das sagt er. Und ich denke mir nur so, what the fuck? Ich habe vor 5 Jahren ein Multi-Touch-System gebaut, auf dem Opera-Browser basierend für so POS-Systeme. Ich sage, wie kannst du dir denn nochmal was ausdenken, was es schon, dann habe ich nachrecherchiert, was es irgendwie seit Anfang der 80er Jahre gab. Und das kam dann in der nächsten Zeit immer und immer wieder öfters, dass mal irgendwie so gesagt wurde, wir haben was erfunden und wir haben das patentiert und wir verklagen jeden, den es da gibt. Slide to Unlock. Ja, ich weiß nicht, ob ihr auch noch an dieses Meme erinnern konntet, so aus dem Jahre 800 mit so einer Klostertür. Ne? Wer hat es erfunden? Lustigerweise war es letztendlich ein schwedischer Mobilfunkhersteller war es gewesen. 2004 kam das erste Slide-to-Unlock-Ding raus. Das sind so diverse Dinger und ich fand das damals immer sehr, sehr schlimm, dass man sich auf einmal in so eine Welt bewegt hat, in der man eigentlich generischste Prozesse patentiert hat, um das zu nutzen, um Wettbewerber damit auszustechen. Das berühmteste sind wahrscheinlich die abgerundeten Ecken. Ja, abgerundete Ecken vom Icon. Meine Güte. Das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr anstrengend. Das heißt aber nicht, dass ich dennoch nicht anerkennen kann, was diese Firma für sensationelle Hardware und für sensationelle Software gebaut hat. Ja, man kann extrem kritisch sein. Man kann, glaube ich, sagen, ey, sorry, das ist aber totaler Bullshit, weil so und so und so. Das heißt aber nicht, dass ich nicht das Produkt lieben kann. Das heißt nicht, dass ich eine wahnsinnige Hochachtung davor habe, wie Apple das hinbekommen hat. So eine Marke überhaupt so zu etablieren. Das ist sensationell. Hat es so in der Form auch, glaube ich, noch nicht gegeben. Insbesondere, wenn man sich einfach mal die Historie dieser Company anguckt. Wo die hergekommen sind und mit und ohne Steve und wieder zurück und wie sie das letztendlich revolutioniert haben. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ja, Apple hat ganz sicher die Art und Weise, nicht nur wie wir Technik nutzen. Apple hat definitiv mit dem iPhone einen fundamental gesellschaftlichen Wandel durchgeführt. Es gibt kein Gerät, wirklich kein einziges Gerät in den letzten 50, wenn nicht sogar 100 Jahren, das wir täglich so häufig nutzen wie unsere Smartphones. Mittlerweile kommen die auf die Ideen, dir Apps draufzupacken, damit du erkennen kannst, wie viele Stunden du da drauf starrst.
Das sehe ich immer auf meinem iPad, wenn ich sehe, oh, verdammt, du darfst, musst weniger PUBG spielen, mehr E-Mail. Da bist du ein bisschen hinten. Das hat es nicht gegeben. Ja, man hat das mal gedacht, dass das Smartwatches das nächste große Ding sind. Ich weiß, die meisten von euch haben hier eine. Aber wenn ihr das mal vergleicht, ne, bezüglich des Nutzungsszenarios, wie oft nutzt ihr eure Smartwatch und wie oft guckt ihr letztendlich auf euer iPhone oder auf euer anderes Smartphone drauf, was auch immer. Ich bin da wirklich sehr, sehr offen. Ich nutze übrigens seit 3 Monaten ein iPad Pro als Laptop-Ersatz. Das kann übrigens auch diesen Raum nicht verlassen. Es ist das tollste Gerät, was ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Es ist de facto so. Es ist wirklich so. Und pass auf, ich muss es euch ganz kurz zeigen, weil ich habe nämlich so lange überlegt, ich schreibe viel. Ich arbeite in einem Großkonzern. Das heißt, du musst da bestimmte Prozesse lernen. Das kannte ich, ich habe es vorhin schon gesagt, eher so in so einem judikativen Zusammenhang, weil ich in Deutschland auch ganz gerne mal für den einen oder anderen Artikel verklagt wurde. Aber zum ersten Mal, der erste Prozess und die erste Vokabel, die ich am Diner kennengelernt habe, hieß abholen. Und ich wusste nicht, was abholen ist. Was zur Kantine? Von wo? Wen? Und dann habe ich meine erste Mail mit 50 Leuten auf CC bekommen. Und da wusste ich, was abholen bedeutet. Dann habe ich zurückgeantwortet, habe gesagt, schick mir nie wieder so eine Mail. Und dann kamen sofort 8 Auto-Replies, sorry, ich bin im Urlaub. Das sind so Prozesse in so Großkonzernen. Also ich schreibe viele E-Mails. Und das heißt, ich brauchte eine vernünftige Tastatur. Und ich habe mir die Apple-Folio-Tastatur da dran gemacht. Aber wenn du längere Texte schreiben willst, sorry, geht nicht. Versuch mal 2 DIN A4 Seiten auf der Folio-Tastatur. Das wird ein bisschen schwierig. Dann habe ich mir die von Logitech geholt und Bridge, die, so eine richtig teure. Das sieht auch alles schick aus. Und so ein paar wirklich aus Shenzhen und von Alibaba raus. Aber dann habe ich das hier gefunden. Und das jahrelang auf der Kirmes gearbeitet als Autoscooter-Ansager. Also habe ich mir das gute Ding hier geholt. Finti heißt die, kostete 15 Euro, habe ich mir aus dem Amiland bestellt. Und da drin ist ganz einfach ein Magic Keyboard. Wie funktioniert das mit dem iPad? Relativ einfach. Machst du hinten so zusammen, stellst sie hin und ab dafür. So sieht das aus. Und auf einmal hat sich wirklich mein Leben verändert. Ja, ich muss 2 Geräte mitnehmen. Das verstehe ich schon. Aber auch für das iPad muss ich so oder so eine Tasche mit dabei haben. Das heißt, die passt da rein. Das sind 720 Gramm Tech Goodness mit 12 Stunden Batterielaufzeit, LTE überall auf der Welt. Und ich habe noch nie so viel Spaß daran gehabt, glaube ich, zu arbeiten, wie an dieser Kiste. Und nicht nur zu arbeiten, wie gesagt, ich zocke da auch mit, ich gucke halt Netflix und schneide Videos da drauf und Audios und Podcasts. Es hat mein Leben verändert. Aber parallel dazu bin ich auch noch Windows-User. Ich habe halt einen Windows-Gaming-PC zu Hause. Und genauso bin ich auch noch, jetzt habe ich es gerade nicht hier, ich bin überzeugter Android-User bei Smartphones, obwohl ich auch noch ein iPhone habe für die Firma. Das liegt ganz einfach daran, dass ich finde, dass Windows das Beste, okay, das sage ich wahrscheinlich jetzt nicht. Hier, ich hab noch ein paar Minuten. Für mich persönlich, für mein Anwendungsgebiet, bietet Windows 10 einfach die meisten Vorteile. Ich bin echt wirklich ein Fan von Android auf dem Smartphone. Ich bin so ein Widget-Fan. Ja? Also bei mir sieht jedes neue Phone, ich kopiere mir komplett den ganzen Launcher mit den ganzen Widget 1:1 immer rüber aufs neue Phone. Das sieht immer gleich aus bei mir, das neue Telefon. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir überhaupt noch neue Telefone kaufe. Wegen den Kameras würde es jetzt eigentlich heißen. Das macht auch total viel Sinn, die 20, 40 Megapixel-Kameras für Instagram, um dann die 800x600er Bildchen da hochzuladen. Es ist super. Das habe ich übrigens festgestellt, seitdem ich nicht mehr tagtäglich mich mit Tech auseinandersetzen muss und 100 neue Geräte im Jahr bekomme und Smartphones teste. Auf einmal habe ich gedacht, du brauchst gar kein neues. Die Dinger sind so verdammt gut geworden. Wir nutzen heute Handsets,
die in unsere Tasche reinpassen, die so viel Performance haben wie ein Desktop-PC vor 7 Jahren. Die so viel Performance haben wie sämtliche Rechner auf diesem Planeten Anfang der 80er Jahre. Was machen wir? Instagram und Facebook auf. Das ist schon hart. Aber trotzdem läuft es irgendwie weiter. Und jetzt ist es sogar so weit gekommen, es ist eigentlich Michaels Schuld, der mich mit seinen strukturvertrieblichen Fähigkeiten während des iPhone-Launches in Köln mehr oder weniger vor die Apple Watch-Abteilung geschmissen hat. Ich sagte, komm, dann nehme ich sie gleich mit, direkt auf der Hand. Wollte nie einpacken. Ich habe es übrigens ausgepackt, davon ein Foto gemacht. Das war eine Katastrophe gewesen. Also ich habe so viel Material gehabt, ne, also Hardware, wie in einer Hand. Aber der ganze Schreibtisch war voll mit Verpackung und Umverpackung und Plastik. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil Apple eigentlich eine der ersten wirklich globalen Companies ist, die sich stark gemacht hat für Nachhaltigkeit. Und zwar durch die gesamte Lieferkette hindurch. Die wirklich Audits laufen ließen, wo kommt unser Kobalt her, wo kommen die Batterien her, wo wird das verpackt, wie sind die Arbeitsbedingungen etc. Die haben auch viel auf den Kopf bekommen, unter anderem auch von mir deswegen. Aber die haben es gemacht und deswegen finde ich es einfach so schade, dass wir immer noch in diesem Verpackungsmülldriss drin sind. Aber ich glaube, auch das bekommen die auf die Kette. Es gibt immer, wie gesagt, es ist ein ambivalentes Verhältnis zwischen mir und Apple. Ich liebe die Produkte. Ich bin manchmal von so ein paar Statements immer so erschrocken. Auf der CES im Januar in Las Vegas hing so ein schönes Bild. Da habe ich auch noch so ein Foto von mir gemacht. So im Hintergrund war es auf einem großen Gebäude und ich habe dann so hochgeguckt. Da stand drauf, what happens on your iPhone stays on your iPhone. Ich sag jetzt, sind das die Offline-Dinger, die sie jetzt rausbringen, die neuen? Das hat sich ja auch relativ schnell in Luft aufgelöst, aufgrund dieser Siri-Geschichte. Übrigens machen alle anderen auch, genauso. Es gibt immer mal wieder so ein paar Sachen, wo ich mir denke, meine Güte, warum macht das? Ihr habt so gute Produkte, es passiert so viel bei euch. Ich glaube, das ist noch sehr, sehr spannend. Lass uns aber mal über Apple und Autos reden. Und jetzt bauen wir wirklich die Brücke. Jetzt mache ich das Fass auf. Weil das hat der Richard nämlich gar nicht angesprochen. Es gab mal dieses Gerücht, dass Apple ein Auto bauen würde. Also gab es so vor 5, 6 Jahren kam das. Und Freunde im Silicon Valley, also, oh, ich habe den ersten gesehen, den Erlkönig, da reden sie alle schon von. Ich sag, ja, ist klar. Das allererste iPhone, was rauskam, hatte hardwaretechnisch eine Profitmarge von 59% gehabt. Die aktuelle Version liegt so bei etwa 69%. Jetzt stellt euch mal den Tim Cook auf einem Shareholder-Konferenz vor, kommt vorne auf die Bühne, sagt, ach, wisst ihr was? Eine ganz spannende Produktkategorie für uns entdeckt. Also 15% Marge. Dann war das sein letzter Talk. Das ist vorbei. Autos sind verdammt kompliziert zu bauen. Das finden auch gerade einige heraus. Ich sage es auch gar nicht. Aber wisst ihr, was spannend ist bei Apple? Ich habe überlegt, das war so 2015, habe überlegt, muss man was darüber schreiben? Warum das totaler Bullshit ist, dass Apple ein Auto bauen will? Übrigens ist damals unser, 2017 war das, 2016, unser damaliger Entwicklungschef des Entwicklungszentrums im Silicon Valley von Mercedes-Benz zu Apple gegangen. Hat aber nicht am Auto gearbeitet. Okay, was hat Apple gemacht? Kennt jemand von euch noch QNX? QNX ist von BlackBerry gekauft worden. QNX baut Motorsteuersoftware, aber auch User-Interfaces seit fast 20 Jahren, unter anderem auch für die Automotive-Industrie. Und QNX, das sind so die Kronjuwelen, die BlackBerry noch übrig geblieben sind. Das sind richtig, richtig gute und abgefahrene Leute. Ich habe von denen Interfaces gesehen in Autos schon vor 5, 6 Jahren, wo ich dachte, wow, das ist 10 Jahre voraus. Und jetzt kommt das Spannende ran, weil Apple hat nämlich eine ganze Horde Entwickler rüber nach Waterbury, auch schon vor einigen Jahren gepackt. Waterbury ist das Headquarter von BlackBerry und die bauen zusammen mit BlackBerry beziehungsweise QNX, ich würde mal sagen, die werden irgendeine Art von Betriebssystem vielleicht für das autonome Auto von morgen bauen. Oder vielleicht für Dumpcars, die man damit smart machen könnte oder vielleicht, dass du
einige bauen ja schon von Werken iPad rein, das haben wir ja gerade gesehen. Oder dass du irgendwann mal ein iPad dir so ins Auto bauen kannst. Ne? Aber Tatsache ist, die arbeiten schon seit einigen Jahren da dran und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Eins kann die Automobilindustrie sicherlich, und da schließe ich nochmal der Kreis, weil ich glaube, ich habe ziemlich am Anfang mit der Plattformökonomie angefangen. Eins kann die Automobilindustrie ganz klar von einer Firma wie Apple lernen. Keine Company da draußen hat diese Plattformökonomie so definiert wie dieser Konzern. Keiner hat begriffen, was es bedeutet, wie wichtig es ist, ein digitales Stockholm-Syndrom zu schaffen. Übrigens, Google macht das ähnlich. Ne? Aber das merkt ihr genau in dem Moment, wenn ihr euch sagt, oh, morgen steige ich auf Android rum. Und ihr habt seit 10 Jahren iPhone, seit 10 Jahren in der iOS-Welt. Und alles war günstig gewesen oder kostenlos. Aber dann seht ihr auch immer die ganzen Apps, die ihr gekauft habt. Natürlich kannst du nicht wechseln, du bist gefangen. Genauso sind die meisten Leute, die ihr Leben lang Windows oder Google-Systeme nutzen, gefangen komplett da drin. Das ist etwas, was andere Industrien noch nicht ansatzweise erkannt haben. Aber Apple macht das in einer Art und Weise, die durchaus sympathisch ist, weil du merkst es ja nicht. Die Produkte sind toll. Du hast dieses Haben-Gefühl, zumindest in meinen Augen bei jeder zweiten Generation wieder, weil ich glaube, eine kann man immer ganz gut überspringen. Du hast dieses Haben-Gefühl und du hast einfach, ich kann jedem wirklich nur mal empfehlen, guckt euch mal in Ruhe wieder so eine Apple-Keynote an, auch wenn es eine ältere ist, und dann guckt euch mal eine neue an. Die sind alle gleich aufgebaut. Ja, das ist wirklich toll. Das neue Produkt, kurz nochmal zeigen, was das alte konnte und wie viel besser das neue ist. Und dazwischen haust du 473 Superlative. Und das funktioniert. Und das, ich habe da eine riesen Hochachtung vor. Ich finde das sensationell, wie sie es machen. Ich finde die Slides toll. Ich finde die Speaker, die verschiedenen Produktmanager, die rauskommen, immer sensationell. Weil die machen vor allen Dingen eins noch, das hat der Richard gerade angesprochen. Die sagen nicht nur, wie sind so diese klassischen Specs von diesem Produkt, aber die zeigen vor allen Dingen, was du damit machen kannst. Und das ist das Allerwichtigste. Weil ich glaube, die Zeiten sind vorbei, oder zumindest für User, die das über viele, viele Jahre machen, dass du irgendwo, was weiß ich, du kommst in eine Kneipe, ne, und also in den 70er Jahren wird es der Autoschlüssel gewesen sein, um den Show-off zu haben. Und dann fing es irgendwann mal an, ne, wie klein können die Handys noch werden? Wer das Kleinste auf die Theke gelegt hat, war der Star des Abends. Und heute ist es halt, wer hat das neueste Smartphone? Heute muss ja immer die Rückseite zeigen, weil von vorne weiß es ja keiner, ob du das Neueste hast. Aber um genau da rauszukommen, finde ich, dass es so wichtig ist zu zeigen, was kann man mit den Dingern machen. Und ihr seid heute alle hier, weil ihr eine ganze Menge damit auf die Kette bekommen habt. Ja, die sitzen hier und haben das veranstaltet, weil sie es geschafft haben, basierend auf solchen Plattformen eine ganz, ganz tolle Community ins Leben zu rufen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mal nachts um 2:30, ich wohne in Taiwan seit über 10 Jahren, das weiß er jetzt noch nicht. Wir haben 3 oder 4 Mal die Apple Talk live gemacht. Einmal war das auf dem Freitag, beziehungsweise für mich Samstagmorgen. Und zwischen meinem Büro und der Bar waren so etwa 500 Meter Luftlinie. Und dann bin ich dann irgendwann so um 1 Uhr langsam mal wieder ins Office zurück. Hat auch ein bisschen länger gedauert. Und musste mit denen auch den Livestream machen. Und wie schwierig das war, habe ich gemerkt, als ich einen so einen Redebeitrag hatte und in der Mitte nicht mehr wusste, womit ich angefangen hatte. Ich sage, wie kommst du aus der Nummer jetzt hier raus? Aber nochmal, ein Riesendank an Michael und alle, die dahinter stehen, die das überhaupt aufgebaut haben. Ein Riesendank, wie gesagt, vor allen Dingen dafür, dass man offen ist, auch für welche, die vielleicht nicht alles so schwarz-weiß sehen, sondern das heißt nicht, dass ihr alle schwarz-weiß seht. Keiner von uns ist hier binär. Aber ich bin nun mal halt nicht der Full-Hardcore-Apple-Fanboy, obwohl ich diese Firma wirklich sehr, sehr verehre. Und das waren wirklich die allerersten gewesen, die damals gesagt haben, ach meine Güte, komm mal, laden wir den einfach mal ein und quatschen mit dem eine Runde. Und es hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oft haben wir uns auch verquatscht. Es ist sehr, sehr lang geworden. Aber ich glaube, auch das gehört dazu. Ich glaube, wir leben in den spannendsten Zeiten, die wir überhaupt in den letzten 50 Jahren jemals erlebt haben. Und ich glaube nach wie vor, dass es industrieweit und branchenübergreifend durchaus hilft für viele Player, die zum Teil seit über 100 Jahren am Markt sind,
kleine Anekdote noch zwischendrin. Ich habe schon nämlich überzogen, da kann ich das jetzt auch noch machen. Ich habe einmal gesprochen auf einer Veranstaltung, wo ich dann mit aufgemacht habe, hätte ich auch nicht mal gedacht, dass ich mal irgendwo hinkomme, zu welchen, die schon länger am Markt sind. Das war der IT-Kongress der Evangelischen Kirche. Hat ähnliche Transformationsprobleme wie wir. Das ist also auch ganz spannend. Aber wie gesagt, die Chance zu haben, mit euch diesen Tag jetzt zu verbringen. Aber was ich sagen wollte, ist, es hilft einfach zu schauen, was hat diese Company hinbekommen, ja? Und wie hat sie letztendlich die Welt verändert? Und genau das ist es. Für mich ist es nach wie vor so, dass das iPhone die Welt verändert hat. Und es gibt noch, last but not least, einen ganz, ganz schönen Satz von dem Alan Kay. Alan Kay war ein begnadeter Ingenieur bei Rank Xerox. Das ganze Team von Alan Kay ist damals rübergewechselt nach Apple und haben angefangen zu arbeiten am 2C, an einer Lisa und an Mac. Rank Xerox, das war so das Google X Labs der 70er Jahre gewesen im Silicon Valley. Da kommt unter anderem die Maus her, grafische Benutzeroberfläche etc. pp. Der Alan Kay hat Ende der 60er Jahre ein Patent angemeldet, das nannte sich Dynabook. Damit wollte er den Bildungsmarkt revolutionieren, weil es ihm auf den Sack ging, dass seine Kids jeden Morgen mit 5 Kilogramm Schulbüchern zur Schule gehen müssten, also Dingern, die sowieso schon alt waren, als sie aus der Presse kamen. Also hat er dieses Ding entwickelt. 1989 hat Apple das Gerät mal nachgebaut. Ne? Er hat letztendlich ein Tablet entwickelt. Und er hat dem Steve Jobs mal was ins Notizbuch geschrieben. Und das hieß, make the display 5 by 7 inches and you're gonna rule the world. Und das sind mehr oder weniger die Originalabmessungen des allerersten iPads. Und das ist mittlerweile schon Mitte der 80er Jahre passiert. Und da seht ihr manchmal, wie lange das auch dauern kann, bis solche Technologien Einzug erhalten und wie komplex eigentlich dieses gesamte Thema ist. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche euch, habt noch einen ganz, ganz tollen Tag zusammen. Dankeschön. Lass ruhig da. Lass ruhig da. Danke, Sascha. Vielen Dank. Ich würde ja gerne noch diese Weste sehen. Wie hieß, was stand da noch drauf? Ja, das, wo man irgendwie, na, egal. Okay. Wer von euch hat schon mal ein Buch geschrieben? Ja, okay. Also immerhin, ein paar Leute haben es gemacht. Wer von euch hat schon mal mit Verlagen zu tun gehabt? Du dann wahrscheinlich, weil du ein Buch geschrieben hast. Office oder Pages? Office. Genau. Das ist nämlich das, was die meisten Verlage heutzutage anbieten. Und wenn man es so macht wie die junge Katja B., dann hat man die Wahl zwischen Office und Pages. Und Verlage haben in der Regel Office, also Microsoft Office. Übrigens, Partywissen für jeden von euch, wer es noch nicht weiß. Microsoft Office ist zuerst auf dem Mac erschienen. Also von daher, na gut. Aber wenn man konsequent seine vielen Bücher und vor allen Dingen sehr schöne Kriminalromane in Pages schreibt, und das hat Katja Bonet gemacht, diese zum Beispiel, dann hat man sicher sehr viel Spaß mit Verlagen, die das dann in Office haben wollen. Die Konvertiererei, und ich weiß es, wir haben uns damals kennengelernt mit einem Hilferuf, weil die Pages-Datei, die sie konvertiert hat nach Office, war dann leer angekommen beim Verlag. Die haben natürlich geglaubt, was soll das, willst du uns verarschen? Kein Buch. Egal, Katja Bohnen ist heute hier und Katja wird uns nicht aus diesen Büchern vorlesen, sondern sie schreibt noch unter ihrem Pseudonym Hazel Frost und sie liest uns jetzt aus ihrem aktuellen Kriminalroman Last Shot. Achtung, wer ein bisschen zart beseitet ist, der sollte vielleicht jetzt da hinten sich ein bisschen was zu trinken holen, denn er gerät richtig zur Sache. Katja Bohnen. Ja, hallo, danke. Es ist sehr schön, hier zu sein. Herzlich willkommen nochmal euch allen. Ja, Open Space, wirklich eine tolle Location, die ihr hier ausgesucht habt. Vielen Dank. Ja, ich habe gedacht, was soll ich eigentlich hier, ja, unter den ganzen harten Tech-Boys, die hier sitzen, ne? Und dann habe ich aber festgestellt, gerade auch bei Sascha, das sind gar nicht so die harten Typen. Die erzählen eigentlich immer...
Ja, ihr müsst noch gar nicht klatschen. Ihr müsst ja erst mal hören, warum. Weil eigentlich erzählen sie alle eine Liebesgeschichte. Und ich habe so jetzt gerade mal so rausgefiltert, mein Verhältnis zu Apple. Und ich liebe diese Produkte. Und daran merkt man auch, die Männer, die hier sitzen, die sind alle auch ganz soft. Und das ist jetzt mein Platz hier. Nämlich, ich übernehme jetzt den harten Teil. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich schreibe schon seit Jahren auf einem Mac. Und für mich war das auch echt eine neue, andere und auch schönere Welt, Brave New World. Und ich mache das Ganze mit Pages. Und habe jetzt auch, wir haben ja vorhin schon eine Zeitreise gemacht, ne? Zurückgegangen 2010, noch weiter in die Vergangenheit. Und ich habe jetzt den Dinosaurier unter den Computern mitgebracht. Ein Buch. Wow. da ist Swipen immer noch Blättern, ja, und gibt aber auch ganz viele Buchstaben und Zahlen hier drin. Über den tollsten Computer haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, und das ist, meine ich, immer noch unser Kopf, unser Gehirn, ja. Und alles, was ihr jetzt hier hört, das kommt eigentlich aus meiner Fantasie. Und ich habe noch ein ganz tolles Wort gelernt von Richard. Ich bin total elektrisiert. Dieser Roman Last Shot hat seine Marktpenetration 2019 gehabt, also 2019, dieses Jahr im Juli. Das werde ich jetzt immer so präsentieren. Das ist besonders schön, weil ich auch in einem feministischen Netzwerk organisiert bin. Das gefällt uns immer besonders gut. Und ich möchte jetzt einfach mal einsteigen, dass ihr so einen Eindruck bekommt, wie ich schreibe. Und ich stelle euch die Location vor. Ich stelle euch die Hauptfigur vor. Und das Ganze beruht auf einem wahren Fall, den ihr vielleicht alle noch kennt. Passierte damals in Annecy. Und ist eigentlich in die Gazetten eingegangen unter dem Namen Die Parkplatzmorde. Wenn du jemanden ficken willst, dann fick ihn richtig. Heute war der Tag und sie kannte die Stunde. In ihrem Leben gab es keine fließenden Übergänge mehr, nur noch harte Konturen. Sie zog ihre Kapuze tiefer ins Gesicht. Das Wetter passte zum Anlass, es passte zu ihrem Leben. Es war ihr Wetter. Regen, schon seit Stunden. Ohne Unterlass. Sie war sich sicher, dass er kommen würde, natürlich zu früh, um die Gegebenheiten zu überprüfen. Und er würde seine Familie mitbringen. Obwohl er Berlin nicht gern verließ. Sie sah die Örtlichkeiten ganz klar vor sich. Den Parkplatz, einen Teil geschottert, der andere Teil nicht mehr als ein aufgeweichter Acker, den Zaun, das Feld, die Straße, die hier eine scharfe Kurve machte. Selbst wenn jemand vorbeikam, würde er den Parkplatz schnell passieren. In dieser Gegend ohnehin ein unglaublicher Zufall. Einsam. Wer kam schon diesen Berg herauf? Die Wanderzeit war vorüber, die Kühe ins Tal getrieben. Hier gab es nichts mehr, was den Weg hinauf lohnte. Außer diesem Treffen, auf das Juri nicht verzichten würde, nicht verzichten konnte oder wollte. November forderte dafür einen Gefallen ein und er war ihr ohne Zögern bewilligt worden. November vernahm Dezembers Stimme durch das Telefon. Diese flüsterte, die Ware ist gerade angekommen. Dann ertönte nur noch das Besetzzeichen. Dezember legte auf. Und November ahnte bereits, warum. Dezember hatte Angst. November wusste, dass Juri erst zwei Tage später mit einem Anruf rechnete und diese Verzögerung würde sie zu ihrem Vorteil nutzen. Beim zweiten Telefonat war Juris Stimme ihr immer noch ganz vertraut. Marokko, sagte sie ins Telefon. Über dem Hörer lag ein Taschentuch. Er würde ihre Stimme nicht erkennen. Galina, antwortete er mit einem leichten Zögern. Und sie nannte ihm Ort und Zeit. Er würde die weite Reise nicht mögen. Diesmal kommst du nicht allein. Bring deine Töchter mit und deinen Sohn. Nur sie. Es ist sehr wichtig, betonte sie. Warum?
Doch sie antwortete nicht, sie legte einfach auf. Ohne Dezember, die sie einst so hasste, wäre ihr all das hier versagt geblieben. November musste sich eingestehen, dass nichts im Leben ohne Konsequenzen blieb. November. November kannte sich mit diversen Dingen gut aus, unter anderem mit Schusswaffen, Männern und mit Zigaretten. Sie konnte nicht kochen, nicht weinen oder länger als unbedingt notwendig in einem Bett liegen. Sie trug Männerunterwäsche, hatte auf ihrer linken Körperhälfte einige unansehnliche Narben und eine Aversion gegen Fellatio. Sie besaß gegen zahlreiche andere Dinge eine Abneigung. Orangen, Bärte, Temperaturen über 30 Grad, was sie jedoch nie daran gehindert hatte, all dies gelegentlich zu akzeptieren. Sie hätte gern einen bestimmten Menschen gekannt, ihren Vater. Sie hatte nur einen einzigen Menschen in ihrem Leben geliebt, ihre Mutter. Durch einen unglücklichen Zufall hatte ihre Mutter die falschen Menschen kennengelernt, die falschen Entscheidungen getroffen und die falschen Drogen genommen. Sie war zu früh gestorben, was gut für sie selbst, aber unendlich schrecklich für ihre Tochter war. Das Ausmaß des Schreckens begriff diese erst spät, andeutungsweise jedoch schon in anderer Form, als sie mit 12 Jahren zum ersten Mal Herrenbesuch bekam. Damals trug sie noch einen anderen Namen und die Männer um sie herum sprachen Russisch. Später sprachen die Männer Deutsch oder die universelle Sprache Geschlechtsverkehr. November sprach gut Russisch, akkurates, wenn auch nicht akzentfreies Deutsch. Sie sprach fließend Geschlechtsverkehr. Ein Freier hatte ihr als vorzeitiges Hochzeitsgeschenk eine alte Makarow vermacht. November erschoss ihn zum Dank damit. Die Sache wurde als Unfall eingestuft. Keiner der Beteiligten benötigte Aufmerksamkeit. Für eine Verurteilung war November noch zu jung. Und das enttäuschte sie. An ihrem Leben änderte sich nichts. Sie würde noch zahlreiche andere Waffen, darunter 2 Heckler und Koch, eine Steier, eine Mauser und eine Glock besitzen und diese gut kennen und beherrschen lernen. Die spärliche Freizeit zwischen den Fix vertrieb sie sich mit heimlichen Schussübungen auf leere Flaschen und Dosen im Wald und damit ihren Zuhälter zu hassen. Mit harten, düsteren Trash-Metal-Platten und Dostojewski. Die Brüder Karamasow, ein altes, zerfleddertes Taschenbuchexemplar mit kaum lesbarer Widmung auf der ersten Seite, war die einzige ernstzunehmende Hinterlassenschaft ihrer Mutter. November kannte es auswendig, auf Russisch und auf Deutsch. Sie übersetzte es sich selbst, sagte sich Passagen im Kopf auf, wenn sie einem geschwätzigen Rentner die Eier leckte, wenn ein dicker Schalterbeamter sie von hinten nahm, wenn ein nervöser Friseur nur reden wollte. Sie hatte nicht das Gefühl, etwas anderes lesen, kennen oder verstehen zu müssen. November traf eine Entscheidung. Sie war ein konsequenter Mensch. Sie würde ein paar Leben beenden, wovon November hingegen nichts ahnen konnte. Überraschenderweise sollte sie mindestens ein Leben retten. Sie würde entgegen ihrer Gewohnheit beim Orgasmus laut schreien, eine Frau küssen und den Süden Deutschlands kennenlernen. November konnte es nicht gefallen, aber sie würde jemanden um Hilfe bitten müssen. Nach dem Tod ihrer Mutter kannte November nur sich selbst. Sie mochte nur sich selbst. Es lag ihr nichts daran, Gutes zu tun. Jemand sollte sie im Stich lassen. Es würde sie nicht überraschen. Sie vernahm das Geräusch eines sich nähernden Wagens, zog sich noch mehr an den Rand der kleinen Schonung zurück. Durch ihre schwarze Kleidung würde sie an diesem grauen Tag gut zwischen den Bäumen verborgen sein. In ihrer Tasche tastete sie nach der Glock. Eine gute Waffe, fast ein Freund. Nur ihr, der Pistole, konnte die ständige Feuchtigkeit zusetzen. Aber die Waffe war zuverlässig. Warum sollte sie heute versagen? Man konnte alles planen, aber jede wichtige Situation verlangte ein Mindestmaß an Vertrauen und Glück. Der schwarze Porsche Cayenne bog auf den Parkplatz ein, ein Berliner Kennzeichen. Sie verzog den Mund zu einem Lächeln,
Es gab keinen Zweifel, er war wirklich gekommen, deutlich vor der Zeit. Die Reifen knirschten über den Schotter, hielten dann auf dem erdigen Teil des Platzes an. Hier hatte man einen guten Blick über das Feld, die Straße, aber das würde ihm auch nichts mehr nutzen. Er wähnte sich in Sicherheit. Eine Tür öffnete sich kurz. Ein Junge sprang heraus, rannte über das Feld. Sie erkannte ihn und es entsprach nicht ihrem Plan, dass er sich vom Auto entfernte. Aber sie hatte gelernt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sich präsentierten, und das war selten ideal. Sie sah seine Gestalt über das Feld verschwinden. Dann ging sie zielsicher und ruhig auf das Auto zu und waltete ihres Amtes. Ankläger, Richter und Exekutor, vereint in einer einzigen Person, nur einen klaren Gedanken im Kopf: Wenn du jemanden ficken willst, dann fick ihn richtig. Sie entsicherte die Glock und hielt sie mit beiden Händen nach unten gerichtet. Sie passierte den Wagen von hinten nach vorn geduckt, richtete sich vor der Motorhaube auf und schoss. Einmal. Tock. Richtete den Lauf ein paar Zentimeter weiter links aus. Noch ein Schuss. Tock. Sie sah sein Gesicht und ihr Gesicht. Den Ausdruck darauf nahm sie nicht wahr. Sie schoss gut. Sie zielte präzise, weil alles andere undenkbar war. Sie ging nach links, 4 lange Schritte, erblickte durch die leicht getönte hintere Seitenscheibe 2 weit aufgerissene Augen, zielte dazwischen und ein wenig darüber, drückte ab. Zeitgleich mit ihrem Schuss zersplitterte die Scheibe, zerriss etwas das Leder ihrer Jacke. Ein stechender Schmerz brannte sich in ihren linken Oberarm. Kurz sah sie in das ihr bekannte Gesicht, bis es nach hinten wegsackte. Ruhig umrundete sie den Kofferraum des Wagens, öffnete die hintere Tür. Im Inneren herrschte Stille. Lale oder Ayla, so genau konnte man das nie sagen, lag auf dem Rücksitz ausgestreckt. Sonst nichts, niemand. Die andere Schwester lehnte wie angenagelt vorn an der Kopfstütze. Auch Juri rührte sich nicht mehr. Er hatte in Berlin sterben wollen, jetzt tat er seinen letzten Atemzug hier am Ende der Welt auf diesem Berg. Sogar seinen letzten Wunsch hatte sie ihm verwehrt. Sie behielt die Glocke im Anschlag, begab sich an Juris Fahrertür, beugte sich nach vorn, bis ihr Gesicht fast die Scheibe berührte und genoss für einen langen Moment Juris leeren Gesichtsausdruck. Leise flüsterte sie die Worte: Dem Hund einen hündischen Tod. Danach steckte sie die Waffe ein, entspannte ihre Arme, verbarg ihre Hände in den Taschen. Nur ein paar Minuten waren vergangen, noch etwas fehlte und sie würde es sich holen. Sie wartete geduldig, weil die Umstände nie ideal waren, und ungeduldig, weil noch eine von ihnen lebte. 1 Minute zu früh fertig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke dir. Danke. Danke. Also, ich weiß nicht, ob das hier schon mal, ob in diesen Räumen schon mal das Wort Ficken so oft gesagt wurde, aber kann man machen, finde ich. Also, sehr gut. Durchaus. du hast dieses Buch in Pages geschrieben. Richtig. Ich komm mal zu dir. Ja, komm ruhig her. Was hat der Verlag mit da? Also, ja, so ist es. Große Menschen, Größe hat, also körperliche Größe hat nie was mit Größe zu tun. Du hast das in Pages geschrieben und da erlebt man das ein oder andere Abenteuer, oder? Ja. Ja, von dem einen oder anderen Abenteuer bist du ja durchaus unterrichtet. Apple Support, Reimann, guten Tag. Was Apple anbelangt, ist Micha quasi meine bessere Hälfte. Was sagt dein Mann dazu? Der schweigt da oben ganz höflich. Hallo. Ja, es ist tatsächlich so, ich hatte schon den Fall, dass durch Konvertierungsprobleme zum Beispiel alle Kursivierungen im Text verschwunden waren. Ich hatte schon
die abenteuerlichsten Sachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin trotzdem noch ein wahnsinnig großer Fan. Ich habe allerdings auch keine, und das klingt jetzt etwas relativierend, hohen Ansprüche. Ich komme wirklich wunderbar mit dieser einfachen Benutzerfläche, Oberfläche klar. Und weil die meisten Dinge sich in meinem Kopf abspielen. Deswegen habe ich auch nie ein sophisticatedes Autorenprogramm in Erwägung gezogen. Also hast du so, es gibt ja diese, kennt ihr vielleicht auch diese Apps, wo so alles weg ist, man hat nur noch so ein weißes Blatt Papier. Hast du nicht? Das weiße Blatt Papier ist ja das, was wir Schriftstellerinnen alle fürchten. Das haben wir nämlich immer in dem Moment, wo wir ein neues Manuskript anfangen. Das kennen ja eigentlich alle. Und das ist aber auch Tabula Rasa, das ist der große Moment. Es ist nicht der große Moment, wenn man einen Datencrash hat, wie jetzt ich zum Beispiel im November 2018. Aber woran ich mich auch immer noch erinnere, ist der große Moment der Freiheit. Als alles weg war, alle Manuskripte, alle Mails, alle Termine, da habe ich gedacht, jetzt kann ich noch mal ganz neu anfangen. Ich habe keine Termine mehr, es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Und ganz ehrlich, das war ein schrecklicher, aber auch ein schrecklich schöner Moment. Ja? Ich muss sagen, sie hat mich angerufen und ich habe nur den üblichen Hinweis, Reboot tut gut, das funktioniert auch bei Apple. Hat in dem Falle nicht, in dem Fall hat tatsächlich der Apple Support großartige Hilfe geleistet. Super. Ja. Also dann drücke ich dir für die Zukunft und für die nächsten Bücher. Was kommt als nächstes? Hast du schon was in der Mache? Ja, natürlich. Ihr habt ja vorhin die drei Teile gesehen. Vielleicht kann man hier mal dass praktisch die drei Teile, die jetzt unter meinem Namen, im Prinzip ist das eine Verlagsgruppe Drömer-Knauer, die ich bereits veröffentlicht habe. Da wird jetzt im März der vierte Band erscheinen. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich muss den jetzt nächste Woche abgeben. Ich habe also noch einen lustigen Sonntag vor mir. Aber ich freue mich jetzt nachher erstmal auf unsere Gespräche. Ja, und nochmal ganz herzlichen Dank. Dank, Micha. Und viel Spaß beim Konvertieren. Katja Bonet. Und die Bücher sind toll. Ich habe sie auch alle schon gelesen. Jetzt müssen wir uns das eben noch mal einmal angucken. So, das Weltall. Vielleicht kennt ihr dieses Bild oder so ähnlich. Ich glaube, das war macOS 10.9 oder so. Kann das sein? Keine Ahnung. Jedenfalls das Weltall. Journalisten fangen, wenn es ums Weltall geht, immer mit Star Trek an, unendliche Weiten und so weiter, will ich gar nicht. Warum zeige ich das Weltall? Aus einem einfachen Grund. Kennt ihr Professor Harald Lesch? Ne? Kennt man eigentlich, der macht ja inzwischen, ist er omnipräsent. Und Matthias K. ist sowas Ähnliches wie Harald Lesch. Harald Lesch beschäftigt sich mit Astrophysik und Astronomie. Matthias Kraus beschäftigt sich mit Mikroelektronik, Softwareentwicklung und Elektronik im Allgemeinen. Und warum Harald Lesch? Weil Matthias schafft was, was wenige Menschen können, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Der kann das so fundamental gut erklären, dass selbst ich das verstehe. Hat er ja auch schon oft bei uns in der Sendung gemacht, ist eigentlich ständiger Gast, wenn es um irgendwelche Elektronik- oder Software-Themen geht. Und Matthias ist deshalb, weil er das so gut kann, auch in vielen Projekten unterwegs. Und aus diesen vielen Projekten erzählt er mal, was man da so alles erlebt. Matthias Kraus, herzlich willkommen. Hi. Ja, danke. Ich finde es ein bisschen schade. Ich würde es eigentlich gerne lieber Katja zuhören, wie es weitergeht. Aber ja, nun gut. Kannst du das Buch kaufen? Das ist ein Titel von einer Folie. Ich bin Matthias. Ich habe das mal Whatevergate genannt. Dazu komme ich gleich, was das heißt. Erstmal komme ich zu mir, denn ich mache, abgesehen von Dingen erklären, mache ich noch eigentlich so was im echten Leben, was Richtiges. Ich baue Prototypen. Ich habe eine kleine Firma mit einem Kompagnon von mir, wir machen das zu zweit und es funktioniert ungefähr so. Eine Firma möchte etwas Neues bauen oder eine Firma hat ein Problem, meistens technischer Natur, und dann rufen die uns an und fragen, kannst du uns helfen? Und dann sage ich, keine Ahnung, gib mir mal Geld und dann gucke ich mir das mal an. Und meistens funktioniert das dann, meistens kann man da was machen und wenn man nichts machen kann, dann wird man das denen auch irgendwann sagen können. Okay, ich rede normalerweise gern und viel über Technik, das stimmt schon, aber heute habe ich es mal versucht, ich will es mal ein bisschen runterbrechen. Ich will euch jetzt nicht 15 Minuten mit technischen Spezifikationen vollhauen. Ich habe mich gefragt, was kann ich hier erzählen? Und
Da gibt es so Sachen, die mir in den Blick gekommen sind, da hatten wir auch mal in der Sendung drüber geredet, es gibt so Antenna-Gate und Band-Gate und Battery-Gate und was weiß ich, ihr kennt die ganzen Gates. Und da fragt und kommt immer die Frage so, wie konnte sowas passieren? Da hätte man noch früher dran denken müssen. Und allgemein gibt es diese Sache, die Qualität von Apple lässt nach und Apple geht den Bach runter und was ist da eigentlich los? Ich habe auch keine Ahnung, was da passiert. Aber ich habe dadurch, dass ich diese Prototypen baue, dass ich Entwicklungen mache, habe ich eine ganze Menge Erfahrung mit damit, was in solchen Projekten passieren kann und was da typische Probleme sind. Und ich schätze mal, dass da gibt es so ein paar wiederholende Themen und ich schätze mal, dass Apple das an einigen Stellen ganz ähnlich geht. Ich würde also gerne ein paar Beispiele bringen. Es gibt ein ganz, ganz kleines Problem dabei. NDA, Non-Disclosure Agreement, wie heißt das? Vertraulichkeitserklärung. Ich darf eigentlich nicht drüber reden. Und ich versuche das einfach mal, mich so ranzutasten, soweit es halt geht. Ich darf meistens nicht erzählen, was das für Firmen sind. Ich darf nicht erzählen, worüber es technisch im Detail geht. Ich versuche das ein bisschen grob zu lassen. Wenn das jetzt, ich möchte nicht versuchen, mystisch oder mysteriös zu klingen. Ich darf es einfach nicht erzählen. Also die Beispiele, die jetzt gleich kommen, ich kann so viel sagen, die Firmen oder die Kunden, die da waren, gehen von kleine Firmen von eine Handvoll Mitarbeiter bis zu Firmen über 100.000 Mitarbeiter. Von den 5 Kunden, 3 kennt jeder hier im Laden oder die Produkte kennt jeder, wahrscheinlich mehr. Letztes, was man noch sagen kann, es geht mir nicht darum, diese Leute schlecht zu machen und so haha, sind die doof, Geschichten zu machen. Ich habe die Projekte nicht genommen. Es sind alles Projekte mit coolen Leuten, mit Leuten, die eine Ahnung haben, die ein Interesse dran haben, was Gutes zu bauen. Aber trotzdem sind Dinge passiert. So, ich fange einfach mal an. Eine Kategorie, die häufig schon kommt, es sind Leute, die sagen, hey, wir haben ja was gemacht und es ist eigentlich schon fertig, aber Kleinigkeit. Manchmal ist die Kleinigkeit, es geht nicht. In dem Fall war das aber nicht so, sondern das war eine Firma, die haben ein kleines Internet of Things Device gebaut. Ein kleines batteriebetriebener kleiner Rechner, der die ganze Zeit im Internet ist und dann bestimmte Dinge da tut. Und die waren fertig und haben gesagt, es funktioniert auch, was schon mal gut ist. Aber die sagten, wir haben ein kleines Problem. Das Ding verbraucht ein bisschen viel Strom und die Batterie hält nicht so lange. Und kannst du uns den kleinen Prozessor da drauf ist umtauschen in einen, der weniger Strom verbraucht? Habe ich mir also mal angeguckt, was die da so haben. Und das war also, wie zu erwarten war, der Prozessor. Und es gibt so ein Ding, mit dem das Ding im Internet ist. Und es war eine dritte Komponente da drauf. Und dann habe ich die gefragt, sag mal, was macht diese Komponente? Denn die verbraucht ungefähr 100-mal so viel Strom wie der Prozessor selbst. Und dann sagten die, ja, wir hatten ein kleines Problem. Der Prozessor ist ab und zu abgestürzt. Und wir wissen nicht warum. Also haben wir ein Gerät gebaut, heißt Watchdog. Der Prozessor muss immer sagen, dass er noch in Ordnung ist, Und wenn er das irgendwann nicht mehr tut, dann sagt dieser Watchdog, schaltet den Prozessor kurz aus und wieder an und dann ist alles wieder in Ordnung. Das klingt ein bisschen absurd, aber es ist eine relativ übliche Sache, dass man sowas tut. Ist also in jedem Gerät, in jedem iPhone passiert das täglich mehrfach bei Einzelkomponenten. Und ich habe die dann aber gefragt, sag mal, warum habt ihr nicht den Watchdog genommen, der in den Prozessor schon eingebaut ist? Und dann sagten die, ja, der funktioniert auch nicht so richtig gut. Und da bin ich dann stutzig geworden, weil, naja, zumindest der Teil sollte eigentlich gehen. Und dann habe ich mir das angeguckt und bin drauf gekommen, die haben eigentlich alles richtig gemacht, die haben nur eine Kleinigkeit vergessen und das war der Stromanschluss vom Prozessor. Der wurde nicht mit Strom versorgt. Und jetzt fragt nicht, warum das trotzdem noch funktioniert hat, aber manchmal zieht er sich über andere Wege dann Strom, aber es funktioniert halt nicht zuverlässig. Und nachdem das gelöst war, konnte man also den ganzen Teil davon wegnehmen. Was lernt man davon? Also erstmal sind so Workarounds überall. Also die so Probleme oder kleine Lösungen, die man reinbaut, um ein anderes Problem zu umschiffen. Und manchmal sind die relativ hässlich. Und das ist auch grundsätzlich in Ordnung, das zu tun. Manchmal fallen die einem halt auf die Füße. In diesem Fall war es ganz cool, weil es ist aufgefallen, weil die Lösung auch nicht so gut war. Manchmal bleibt das halt drin in den Geräten. Nächstes Beispiel. Das war eine Art Möbel, so kann man das ausdrücken. Ein Möbel, das sich bewegen kann auf bestimmte Muster, reagiert auf Dinge, die man tut und
verändert sich dann. Und die Firma, die das gemacht hat, hat dafür ganz sehr spezielle Motoren entwickelt, speziell für dieses Projekt. Und dann haben die gesagt, ja, die Motoren sind jetzt fertig, das ist alles genau super gemacht. Wir brauchen noch eine Steuerung, die irgendwie das, was die Menschen tun, mit dem, wie sich das reagiert, verbindet und dann den Strom auf die Motoren gibt, die richtige Menge. Das haben wir dann auch gemacht und das hat auch alles irgendwie funktioniert. Und dann kam die große Präsentation von dem Ding auf einer Messe. Zeit wurde sehr knapp, das war dann 3 Stunden, bevor das wirklich eingesackt werden musste. Und das war das erste Mal ganz zusammengebaut. Dummerweise so zusammengebaut, dass man es nicht wieder auseinandernehmen kann. Und diese Motoren waren sehr empfindlich. Insofern, als dass, wenn man zu viel Strom drauf gibt, gehen sie kaputt. Ja, und dann passierte das Blödste. Die Motoren waren nicht stark genug. Das bewegte sich nicht so, so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und dann kam, was dann passiert, das ist eigentlich spannend, dann fing so eine Verhandlung an. Ich war ja der Mensch, der die Controller, diese Steuerung gebaut hat und sagt, kannst du ein bisschen mehr Strom draufgeben? Und dann meinte ich, ja, klar. Oh ja, das sieht ja gut aus. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr draufgeben? Und das ging halt so die ganze Zeit weiter, bis ich irgendwann gesagt habe, Leute, mir ist das vollkommen egal. Ich tue euch da ganz viel Strom drauf, wenn ihr wollt. Nur ihr wisst, wenn man einmal zu viel drauf tut, ist das ganze Ding kaputt und ihr könnt eure Messe vergessen. Zum Schluss war die Steuerung dann so eingestellt, dass genau dieser Zeitpunkt, die Einstellung von genau diesem Zeitpunkt da war, weil ab dem Moment keiner sich getraut hat, mehr Strom draufzugeben, weil keiner wollte schuld sein, dass es kaputt ist. Was lernt man daraus? Man kann vieles messen, man kann vieles vorberechnen, man kann im Engineering viele Schlussfolgerungen von vornherein ziehen. An vielen Stellen ist es aber immer noch so, dass einfach Sachen willkürlich gesetzt sind. Die sind zufällig so, wie sie sind. Und Apple hat das jetzt zum Beispiel bei dem Battery Gate, da wurde ja die Prozessorlast runtergeschaltet. Das war eine Abwägungssache. Wie viel geht man da runter, um sicher zu sein? Das konnte keiner so genau wissen. Eine schlechte Batterie ist schlechter und muss man 2 Sachen abwägen und dann muss irgendjemand sagen, okay, so viel jetzt. Aber es ist in vielen Stellen ist es willkürlich. Das nächste Beispiel. Das war auch schön. Ein anderes Möbel. Ein Möbel, das leuchten konnte und das auch auf Benutzereingaben reagiert hat. Und der Kunde selber war gut, dass er gemerkt hat, ich kann das nicht selber tun. Ich hole mir Experten für diese Lichtsteuerung und ich hole mir Experten für die Eingabe. Und das wurde dann gebaut. Das war auch alles ganz toll. Und es ist so ein bisschen das Projekt, gab es ein paar andere Querelen. Auf jeden Fall 2 Wochen vor der Messe kamen sie dann an und merkten, oh, die beiden Teile reden nicht miteinander. Und haben uns dann beauftragt, so, ja, könnt ihr das irgendwie zusammenkriegen? Und dann haben wir wirklich den Rest der Zeit also sehr, sehr schnell und sehr, sehr hektisch verbracht, um irgendwie zu den 2 Rechnern, die drin waren, noch einen 3. Rechner zu tun, der nichts weiter tat, als mit dem 1. Rechner den abzufragen und das dann in den 2. Rechner reinzutun. Und dann gab es dann noch jede Menge Probleme. Es war wesentlich komplexer, als man dachte. Was man daraus lernen kann, oder was ich daraus gelernt habe, oder was ich dann gesehen habe, war, einzelne Techniken zu bauen, wie diese Sachen, die in iPhones oder in Macs drin sind, ist eine Herausforderung. Es ist aber mindestens genauso eine Herausforderung, diese Sachen dann zusammenzubringen. Und das ist eine Sache, die ganz häufig unterschätzt wird. Also man denkt so, ach, das einfach nur alles zusammen in eine Kiste tun, das wird schon gehen. Nee, da ist eine ganze Menge Problematik. Und selbst wenn man die Sachen einzeln testet, ob es dann zusammen funktioniert, ist eine andere Sache. Vorletztes Beispiel. Das war eine ganz einfache Geschichte, da habe ich mich gewundert. Ein Kunde wollte ein Gerät bauen, mit dem man ein iPad oder ein Android-Tablet laden kann und gleichzeitig mit einem PC Daten austauschen. Da dachte ich, eigentlich kein Problem, machen wir USB ran und da gibt es 2 Datenleitungen und 2 Stromleitungen, tun wir Strom rein, tun wir Daten ran, alles gut. Ja, leider nicht ganz. Das sind die verschiedenen Varianten von USB-Lade- und Datenstandards von USB 2. Also oben ist der Standard-Downstream-Port und dann gibt es den Dedicated-Charging-Port, den DCP und dann gibt es 1000 Variationen. Apple hat die gemacht, bevor der Standard da war und dann hat die China Telekom und Samsung und die haben noch irgendwie andere Geschichten gemacht. Und neben dem Dedicated-Charging-Port gibt es noch den Charging-Downstream-Port, den CDP. Danke USB-Org, dass ihr DCP und CDP genommen habt, da wird es bestimmt keine Verwechslung geben. Das kann man auch nicht mehr von Hand machen. Das Ganze kann man nicht mehr von Hand machen. Mittlerweile gibt es fertige Chips, die nichts weiter tun, als das durchzuprobieren. Also für Ladegeräte und wenn dann man ein Gerät anschließt, dann sagt er, hallo, ich bin ein Sony-Ladegerät, möchtest du Strom haben?
Und dann gucken die ein bisschen, und wenn das keins nimmt, dann tut es, dann simuliert es so, dass dann das Kabel rauszieht und neu reinsteckt und sagt, hallo, ich bin ein Apple-Ladegerät, möchtest du Strom haben? Die gibt's wirklich. Und das ist in den meisten besseren Ladegeräten drin. Und jetzt gibt's aber, jetzt kann man sich denken so, hey, cool, wir haben jetzt USB-C, wir haben USB 3, das wird alles viel, viel besser. Wir haben jetzt Power Delivery Standard, ein neuer Standard. Jetzt sieht's so aus. Der ganze alte Kram ist noch da. Zusätzlich ist Power Delivery in verschiedenen Versionen da und dann hat sich Qualcomm gedacht, hey, cool, wir haben einen Standard, lass uns was anderes machen. Und andere Hersteller das auch noch gemacht. Und jetzt sind wir, jetzt haben wir das Problem tatsächlich gelöst, denn jetzt ist es ja eigentlich so, dass man ein USB-Gerät an ein anderes USB-Gerät reinsteckt und kein Mensch weiß mehr, was passiert. Vielleicht lädt es, vielleicht lädt es nicht, vielleicht schnell, vielleicht langsam. Man weiß auch nie, wer wen lädt. Das ist ein kompletter Wahnsinn. was mir da wichtig ist, Teufel ist manchmal in den Details. Einfache Probleme, die einfach aussehen, können wesentlich komplexer sein, als man denkt. Das Zweite, mit Kompatibilität kommt Komplexität. Und ich möchte euch bitten, das nächste Mal, wenn Apple eine alte Technik rausschmeißt oder eine alte Gerätegeneration nicht mehr supportet oder sowas, immer wenn sowas, wenn Apple, die sind ja relativ rigoros im Wegwerfen, immer wenn ihr sagt, das ist aber Mist, warum macht ihr das nicht weiter, denkt an diese Folie. Okay? Letztes Beispiel. Das war ein Haushaltsgerät, sagen wir mal so. Ein kleines Haushaltsgerät, das verschiedene Dinge tun konnte und unter anderem konnte es eine SMS versenden in bestimmten Fällen. Und wir haben das gemeinsam mit einem Kunden gebaut und der hatte auch Techniker im Haus, die haben sich dann um die Mechanik gekümmert und wir haben ein bisschen Elektronik gemacht und so, haben ganz viel dran rumgemacht, ganz viel rumgetestet und dann wurde der Prototyp durchgetestet bis zum geht nicht mehr und dann wurde gesagt, so, okay, wir sind fertig, wir bauen die erste Kleinserie. Und dann wurde eine Kleinserie, eine Produktionsstraße aufgebaut und da haben dann Menschen das zusammengebaut, haben das dann konfiguriert, kalibriert, personalisiert und zum Schluss einen Funktionstest gemacht. Ja, und wurden die ersten Geräte da gebaut und dann kam plötzlich raus, 90% der Geräte sagen, sie sind kaputt. Das ist blöd. Und dann hat sich natürlich der technische Leiter da, hat sich das Gerät geholt und hat sich das ins Labor geholt und hat das durchgetestet und hat gesagt so, ich finde hier keinen Fehler, das ist alles in Ordnung. Und das war so der Punkt, wo wir dann angerufen wurden und gesagt, ihr müsst ganz schnell kommen, die Produktion steht. Und was kam raus? Was ist das Problem? Weiß jemand? Wer ist davor drauf gekommen? In der Fabrikationshalle gab es keinen SMS-Empfang. Ja, also das sind Sachen, das ist ein blöder Fehler. Wenn man es jetzt weiß, denkt man, ja, vollkommen klar, das ist ein bisschen blöd. Und in der Halle kann das auch mal passieren. Davor drauf zu kommen, ist viel schwieriger, als danach drauf zu kommen. Bitte denkt da dran. So, nochmal zusammengefasst. Das sind so die verschiedenen Geschichten, wo ich das irgendwie zusammengesehen habe. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas mit Apples Problemen oder mit den Dingen zu tun hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ein Apple-Entwickler, wenn man ihn fragen würde und er darüber reden dürfte, dass er mit ähnlichen Problemen oder an ähnlichen Geschichten ankommen würde. Danke. Matthias hat übrigens den EveryKey erfunden, ein Einplatinencomputer, der eigentlich alles kann. Ne? Der kann auch eine Tastatur sein. Für mich hat er mal so eine Enter-Taste daraus gemacht. Ich habe jetzt also so ein USB-Gerät, das eigentlich nur eine Enter-Taste ist. Aber das kann viel mehr, das Teil. Also geht mal auf seine Website EveryKey. Wie heißt sie? EveryKey? Sucht einfach nach EveryKey, dann findet ihr sie. Dort könnt ihr das Ding mal angucken. Ganz tolles Gerät. Du hast jetzt schon über Apple gesprochen und über Einblicke. Wer von euch hat sein iPhone jailbroken? Keine Sorge, Polizei ist nicht hier. Also keiner. Das war mal anders. Das war mal vor vielen Jahren anders. Da war es genau andersrum. Alle haben sich gemeldet. Bei der Telekom, man sollte es kaum glauben, gibt es Leute, die heißen auch Matthias. Das muss mit dem Namen zu tun haben. Die knacken professionell iPhones. Ist so. Warum? Könnt ihr mit ihm besprechen. Wir haben nämlich einen weiteren Matthias Frielingsdorf im Publikum. Irgendwo sitzt er da oben. Matthias Frielingsdorf knackt bei der Telekom professionell iPhones. Nachher Meet and Greet, quatscht ihn einfach mal an. Er hat sogar, so wie ich es verstanden habe, eins dabei. Angeblich sind sie ja unknackbar, aber ihr könnt ja mal mit ihm reden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Tipp. Und vielleicht bringt es ja auch uns voran. Also im Meet and Greet nach der Bühnengeschichte
könnt ihr alle Matthiasse natürlich hier anquatschen, auch unsere Speaker natürlich, so, wenn sie noch da sind. Okay, das waren die Keynotes. Wir haben jetzt vor, eine kleine Podiumsdiskussion zu machen und dazu möchte ich auf jeden Fall nochmal Sascha und Richard auf die Bühne bitten und wir sind ganz froh, dass wir vom WDR, vom Cosmotech Podcast, Jörg Schieb und Dennis Horn da haben. Herzlich willkommen. Und, wir sind noch nicht fertig. Ihr könnt schon mal kommen. Und von der Telekom Marcella Gabe. Wo bist du? Da. Komm bitte auch auf die Bühne. Richard, Sascha. Wir machen das hier etwas sportlich. Das haben wir jetzt nicht geprobt. Es geht um E-Mobility. Ja, kommt einfach davor, dahinter. Die müssten eigentlich jetzt funktionieren. Ich bin, glaube, ihr habt ja, ja. Du hast ja deinen. Ja. Geht. Wunderbar. Wir hatten ja, es war ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen Richard und Sascha. Habt ihr gemerkt, oder? Oder? Soll ich dazwischen? Nee. Richard, wenn ich es richtig verstanden habe, siehst du einen gewaltigen Umbruch, der auf uns zukommt, was E-Mobilität angeht? Und Sascha sieht das nicht so? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Gib mal, ja, genau. Ich habe ein Problem mit diesem Nokia-Vergleich, einfach fundamental. Ich kann mir heute ein Smartphone in Shenzhen kaufen, bauen vom Scratch innerhalb von 30 Tagen. Und der gleiche Verkäufer, der mir vorher den Katalog hingepackt hat, wo alle Bauteile drin sind und mich auch noch fragt, was ich bei Android customizen möchte und was für ein Brand drauf soll, sagt er, oh, mein Chipsteuer hat auch noch einen Containerbus, was ist dein Heimathafen, wie viel 1000 Produkte willst du haben, am 31. liefern wir. Versuch mal ein Auto in 30 Tagen zu bauen, ob mit Elektromotor oder ohne Elektromotor. Und ich glaube, das ist das erste Problem, was wir hier bei diesem Vergleich haben. Das zweite, und das halte ich für das viel wichtigere Problem, ist, die Frage ist immer, wie sieht das Anwendungsszenario aus? Ich bin ein totaler Fan von Elektroautos. Ja, ich habe selber mal früher Rennen gefahren mit ferngesteuerten Autos, habe Motoren gewickelt. Ich weiß noch, glaube ich, so ein bisschen was über Elektromotoren und was die für Drehmoment etc. entwickeln können. Es macht tierisch Spaß, mit Elektroautos zu fahren. Aber es gibt einen großen Unterschied. Das Anwendungsszenario ist das gleiche. Ja, du fährst von A nach B, ob mit Elektroauto oder mit dem Elektroauto von Firma X, Y, Z, wie auch immer. Der Elektromotor ist ein großer Gleichmacher übrigens generell. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders gewesen, als das erste iPhone rausgekommen ist. Weil damit habe ich was völlig anderes gemacht. Damit konnte ich das Netz ganz anders erleben. Und sorry, wenn du jetzt vorhin gerade gesagt hast, ey, meine Güte, ich brauche gar nicht mehr die Schilder auf der Autobahn, wo die nächste Tankstelle ist. Was habe ich jetzt alles auf meinem Screen? Ey, das hat TomTom vor 15 Jahren gemacht. Meine Güte, ist das das neue Ding? Ich glaube, so gewisse Vergleiche hinken ordentlich. Glaube, dass die traditionellen Player gut aufgestellt sind. Gar keine Frage. Richard hat ein paar andere neue genannt. Vor 2 Jahren gab es in China 500 Startups, die Elektroautos bauen wollten. Mittlerweile sind es so 250 gewesen. Von denen haben bisher eins, NIO nämlich, auch wirklich Autos auf die Straße gebracht und knabbern, glaube ich, gut daran. Es ist so. Die anderen sind keine Startups. Die gibt es schon länger. Das sind alles auch Kooperationspartner von uns zum größten Teil. BYD bauen wir schon seit 4 Jahren Elektroauto in China. Es ist einfach so. Deswegen habe ich ja auch mal mit Techblogging angefangen, lieber Richard. Also nochmal, Vergleiche, alles schön und gut, aber ich mag diesen, mit diesem Nokia-Vergleich habe ich einfach ein Riesenproblem. Das Gerät für $300 und das Gerät für $100.000, das du aus 5.000 Komponenten zusammenbauen musst mit 500 verschiedenen Zulieferern, das ist ein Riesenunterschied. Richard, möchtest du... Ja. Sascha, man merkt, check. Okay. Man merkt einfach, dass du noch nicht elektrisch fährst. Also viele, nein, es ist einfach tatsächlich ich hab so. Nein. Gesagt, ich bin ein EV-Fan. Nee, ja, aber du fährst du ein Elektroauto? Offenbar nicht. Ich kann nicht das Elektroauto fahren, was wir haben. Nein, natürlich kannst du es, du tust es aber offenbar nicht, weil sonst würdest du, also die ganzen Vergleiche, die du anbringst, die sind tatsächlich, man spürt genau, wo du gerade bist. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Du fährst tatsächlich nicht mit einem TomTom.
Du fährst tatsächlich nicht mit dem TomTom, sondern wenn du zum Beispiel mit dem Tesla fährst, dann orientierst du dich wirklich nur nach dem Bildschirm, wo ist der nächste Supercharger, wo ist der frei. Das heißt, du wirst nicht mit dem TomTom, also entschuldige, dieser Vergleich hinkt nun wirklich. Und ja, natürlich, es gab auch schon vor dem iPod gab es auch schon MP3. Das ist dein Vergleich und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, doch. Ja, die Unterschiede sind da riesig. Hättest du noch mit jemand anders angefangen? Nein, ich wusste das. Nein, das macht ich wollte das so. Das habt ihr geschickt auf uns. Naja, ist egal. Ihr macht der Witz ist tatsächlich, alles, was du vorher gesagt hast, ist ja irgendwo schon richtig, nur der Teufel steckt eben im Detail. Und du hast es gerade eben selber wunderbar gesagt, der Elektromotor ist ein wahnsinniger Gleichmacher. Und genau das ist das Ding. Diese Geräte sind auch alle irgendwo gleich. Sie werden alle von Foxconn und hast du nicht gesehen gebaut. Das heißt, diejenigen, die das Auto bauen, und die Motoren zusammenschrauben übrigens sehr viel weniger Teile als bei einem Verbrennermotor in einem Elektroauto. Das heißt, es ist sehr viel einfacher, ein Elektroauto zu bauen. Es ist sehr viel einfacher, weil du vorher angefangen hast, das wäre so eine wahnsinnige Kunst, ein Auto zu bauen. Es gibt Münchner Hersteller, ein Münchner Startup, Sono Motors, die lassen ihr Auto tatsächlich komplett von einer schwedischen Firma bauen. Das heißt, die entwickeln nur noch, designed in Munich und gebaut wird es dann in Schweden. Das heißt also, es ist nicht mehr das große Hexenwerk. Das seit 40 Jahren in der Automobilindustrie. Wir lassen auch G-Klasse auch bei Magna bauen. Einen Satz nur. Tesla ist jetzt gerade mal, 10 Jahre mit dem ersten Auto auf dem Markt. Mercedes und Ford und wie sie nicht alle heißen, schon über 100 Jahre. Und das E-Auto, was jetzt von euch oder auch nebenan in Ingolstadt gebaut worden ist, e-tron, Tesla immer noch nicht eingeholt, was die Werte angeht, was die Laufweite angeht. Ja, kann ich, Qualität, irgendwie wie die Ledergarnitur verarbeitet ist, da gebe ich dir recht, da seid ihr ganz vorne. Aber Richard, das Auto selber von der Fahrleistung und von der Ladeleistung, da seid ihr immer noch Jahre hinterher. Und das finde ich, es ist doch toll, ein bisschen mehr Konkurrenz, ein bisschen neue Ideen. Was hast du dagegen? Richard, lass uns mal, ich weiß, ihr seid beide. Übrigens, also ganz kurz, eins sage ich noch. Einen noch. Wir haben da übrigens gar nichts gegen. 2014 hat der Daimler Tesla vom Bankrott gerettet, ja, indem wir investiert haben. Wir haben für die B-Klasse Tesla-Zellen und Antriebe gekauft. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ist doch ganz, ganz wunderbar. Der Elon Musk hat doch gesagt, wie toll er unseren Sprinter findet und möchte den für den Service haben. Da brauchen sie auf alle Fälle noch ein bisschen. Also, ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich finde das super und spannend. Am Ende musst du nach wie vor von A nach B kommen. Ich finde das ganz, ganz toll, dass es eine Firma gibt, die Gesamtindustrie kräftig in den Arsch getreten hat. Und das braucht es auch manchmal, um aus so einer Blase zu kommen. Jetzt reden wir mal praktisch. So eine super Superlativ-Geschichte zu machen. Ja, das gehört dazu. Aber jetzt reden wir mal praktisch. Nein, auf einer Metaebene. Ja, okay. Auf einer Metaebene, ganz toll. Genau da waren wir vor 10 Jahren auch. Ich Apple, du Windows und jetzt stehen wir wieder gegeneinander. Das ist großartig. Und wir haben ja heute gehört, was für ein großer Apple-Fan du dann doch immer gewesen bist. Lass uns mal praktisch reden jetzt bitte. Das war schon so geplant. Also glaube ich, es sind geleitet. Nein, lass uns mal praktisch reden. Denn ganz ehrlich, wenn wir über E-Mobilität reden, dann sind das, was ihr sagt, ist natürlich klar auf der Metaebene wichtig und aus Sicht der Autobauer auch. Aber reden wir doch mal ganz praktisch. Richard, du hattest in deinem Vortrag diese Telekom-Ladesäule. Und jetzt kommen wir zu dir, Marcel Lager. Ihr habt zusammen ein Projekt gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr habt zumindest, kann man das, was mich Leute mal fragen, wenn ich sage, ich habe mit Richard gesprochen über E-Mobilität, dann fragen, ja, wie weit kommt man denn mit den Dingern und kann ich das überhaupt irgendwo laden? Wie funktioniert denn das? Kann ich jetzt diese Telekom-Säulen, kann ich da jetzt mit meinem, in der Firma haben wir so ein E-Golf, kann ich da jetzt einfach hinfahren und den laden? Ganz praktische Frage eines noch nie E-Auto habenden Menschen. Geht das? Ja, das geht. Also wir arbeiten daran, dass das öffentliche Laden leichter wird oder ermöglicht wird oder so einfach wie möglich ist für alle E-Autofahrer. Öffentliches Laden ist heute noch nicht ganz da, wo es sein soll. Also so, dass es auch wirklich für die Masse geeignet ist, also sowohl was Kapazität als auch Verfügbarkeit angeht. Das hängt halt auch ganz stark
an den Ladestellenbetreibern, die involviert sind. Die Telekom selbst ist auch Ladestellenbetreiber. Wir haben einen Ladestellenbetreiber Ende 2017 gegründet. Das ist die Comfort Charge. Und ihr könnt hier direkt vorne neben dem Eingang einen Triple Charger von uns sehen. Das ist eine Schnellladesäule mit drei Steckern. Und das, was ich mache, ist im Prinzip der Service obendrauf. Also wir bieten einen Service für E-Autofahrer namens Get Charge, der es ermöglicht, an öffentlichen Ladestellen, egal von welchem Ladestellenbetreiber, die Ladung zu ermöglichen. Und wir versuchen halt dadurch, das Laden zu vereinfachen, indem wir halt sagen, okay, wir haben einen transparenten Tarif, es ist nachvollziehbar, was bei uns eine Ladung kostet, und wir stellen dann einmal im Monat eine Rechnung, sodass man keinen Aufwand hat mit der Bezahlung. Also wir sehen die Dinge zweigeteilt, also halt einmal ein Hardware-Infrastruktur-Thema in Bezug auf Ladeinfrastruktur und einmal halt ein Service-digitales Thema obendrauf, was auf dieser Hardware halt läuft. Okay, also das, was du vorhin auch gesagt hast, Richard, dass irgendwie, ja, man kauft sich sonst ein Auto und dann fährt man zur Tanke, aber jetzt kauft man sich irgendwie noch einen Service dazu. Ist das so? Ja, also im Prinzip ist für mich tatsächlich das Thema Laden, es ist im Moment super lästig, ja, weil es gibt tatsächlich, wie ich vorher versucht habe mit der Telekommunikation, es gibt so wahnsinnig viele Anbieter, so wahnsinnig viele Tarife, und man kommt wirklich irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste und man will ja eigentlich nur laden. Und der Service sozusagen, der jetzt eigentlich, den ich jetzt gerne hätte mit meinem E-Auto, ist im Grunde genommen, dass ich alles auf einem Bildschirm habe, dass ich sage, ich möchte dahin. Wie oft muss ich sozusagen zwischendrin laden? Ist die Ladesäule besetzt? Ist sie hochfrequentiert? Passen meine Tarife, die ich habe? Und ich glaube, so ein bisschen das, was die Telekom hier versucht, ist so ein bisschen aus dem Triple Play ein Quattroplay zu machen, zu sagen, du kriegst das Fernsehen von uns, du kriegst das Roaming von uns, den Datentarif, du kriegst dein Festnetz und warum nicht, du lädst vielleicht auch zu Hause und vielleicht kriegst du in Zukunft auch den Strom noch von uns. Oder zumindest wir helfen dir, die ganzen Pain Points, die anderen herstellen, sozusagen ein bisschen abzuflachen, zu sagen, pass auf, bei uns kannst du sicher sein, es gibt einen Tarif und egal, bei wem du nachher lädst, na, du kannst dir sicher sein, wir stellen dir nur das und das in Rechnung. Also so eine Art wie ein Roaming-Partner. Und das macht das Leben einfacher. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Service. Wer am Ende sozusagen übrig bleibt, weil wir sind uns sicher, wir werden nicht diese, ich glaube, es gibt 200 Ladekarten mittlerweile, das werden nicht 200 bleiben in Zukunft, sondern da werden am Schluss vielleicht 5 große Player übrig bleiben, ähnlich wie auf dem Mobilfunkmarkt. Dennis und Jörg, ihr seid ja jetzt vom Tech-Podcast von Cosmo. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt, überhaupt mit dem, generell mit dieser, ja, ich würde es immer noch Problematik nennen, der E-Mobilität? Wir sind da ja noch recht frisch. Also Cosmo Tech gibt es jetzt seit April. Okay. Wir hatten es noch nicht als Thema. Kurze Frage, kurze Antwort. Aber ich würde es nicht ausschließen. Es ist ja so, dass wir sehr viel in den letzten Wochen auch noch so darüber diskutiert haben, was macht eigentlich das Themengebiet aus? Weil man schon merkt, dass E-Mobility in einen Bereich reinstößt, jetzt so thematisch. Wir sehen das ja auch auf der CES, die ja zum Teil eine Automesse geworden ist, in dem man diese Themen vorher nicht vermutet hat. Wir haben aber schon über E-Scooter eine Folge gemacht. Ah, okay. Ist ja im weitesten Sinne nun mal auch neue Mobilität. Und das war eine Folge, die erstmal so ein bisschen aus dem Rahmen fiel, weil wir uns ja mehr mit Digitalisierung und so weiter beschäftigen wollen. Haben wir trotzdem gemacht. War ein Vorschlag von dir, ne, Dennis. Und die Folge ist sehr lebendig. Also hört euch das alle mal an, weil es die vielen Diskussionen, die es jetzt gibt, wir haben die teilweise schon vorweggenommen. Also was Umweltverträglichkeit anbelangt, Nachhaltigkeit, das Abladen von den Geräten, aber auch Aspekte, über die überhaupt gar nicht normalerweise gesprochen wird, wie zum Beispiel Datenschutz. Ne? Man verwendet diese Geräte, auch habe ich eben auch gedacht, bei den Teslas
und so weiter. Im Grunde genommen sind das ja wahnsinnige Datensammelstationen. Und wer weiß, ob Trump irgendwann mal auf den Knopf drückt und die Autos fahren nicht mehr. Das wäre ja auch alles denkbar. Also autonomer, obwohl Auto drin vorkommt in dem Wort, wird man, glaube ich, nicht mit solchen Fahrzeugen. Also sowas ist durchaus Thema bei uns im Digitalistan. Und E-Scooter war vielleicht nur das Warm-up für das Thema hier, würde ich sagen. Ja, haben wir ja gleich ein neues Thema. Aber jetzt mal, ich würde gerne noch, bevor wir auch noch auf dieses zweite Thema kommen, würde ich gerne von allen noch so eine Einschätzung haben. Von Richard haben wir es schon ein bisschen gehört, E-Mobilität. Also man muss ja eigentlich nochmal rausgehen auf die Straße und gucken, da fahren zigtausend Autos. Und ich denke mir, oh Gott, wenn die mal alle elektrisch sind, dann stehen die praktisch nur rum und laden. Wird das so kommen oder wird es da Veränderungen geben, dass es schneller geht, dass es mehr Ladesäulen gibt? Ich muss mal eben das Mikrofon bedenken. Marcella. Ja, also ich glaube, das Thema Laden ist so ein bisschen überbewertet, wenn man so an die ganze Verkehrswende denkt oder den Einzug der Elektromobilität in den Gesamtbestand der PKWs. Also wir haben das Tankstellenproblem ja auch gelöst für die Verbrenner. Also wir werden das Problem Laden auch lösen für die E-Autos. Und wenn wir jetzt Autos sehen, die eine Batteriereichweite haben von 400, 500, 600 Kilometer, dann ist es ja jetzt auch nicht notwendig, ständig zu laden. Also die Frage ist ja auch, wann brauchen wir denn dann überhaupt die Möglichkeit zu laden oder wie oft wollen wir denn dann überhaupt laden? Dann ist es natürlich auch so, dass jetzt durch den gesellschaftlichen und politischen Willen halt auch Elektromobilität stark begünstigt ist und das Thema Ladeinfrastrukturausbau auch gerade in Deutschland politisch viel Unterstützung erhält und wir auch davon ausgehen können, dass sehr viel mehr Ladeinfrastruktur entsteht. Also auch wenn wir jetzt an Projektierung von Mehrfamilienhäusern oder sowas denken, das ist klar, dass jemand, der dort zeitgemäß unterwegs ist, auch an Ladeinfrastruktur für Bewohner denkt, der jetzt Mehrfamilienhäuser baut oder so, oder Arbeitgeber, die sich halt auch der Frage widmen, wie kommen meine Mitarbeiter von A nach B, wenn sie elektrisch unterwegs sind. Auch Supermärkte, die sich halt darüber Gedanken machen, wie attraktiv bin ich eigentlich, wenn ich sowas jetzt nicht anbiete, im Vergleich zu Supermarkt, also die andere Supermarktkette halten, also Wettbewerber. Das sind alles so Dinge, wo wir halt feststellen können, okay, es gibt super viele Impulse, Ladeinfrastruktur zu bauen. Deshalb, das ist eigentlich gesetzt, das kommt, das wird passieren und das ist auch kein größeres Problem. Ich glaube, was wir halt sehen müssen, und das ist halt anscheinend für die Elektromobilität meiner Meinung nach, deshalb finde ich es auch gerade eure Diskussion so spannend gewesen, Elektromobilität ändert halt, glaube ich, schon den Bezug zum Auto. Also das Auto ist nicht nur ein Gegenstand, der mich von A nach B bringt, sondern Elektromobilität ist auch eine Möglichkeit, die Energiewende zu unterstützen. Und das ist halt eine Sache, warum ein E-Auto eben kein normales Auto ist. Also ebenso wenig wie ein iPhone kein normales Handy ist. Also es ist was fundamental anderes, meiner Meinung nach, weil wir durch die Elektrifizierung der Gesellschaft sozusagen jedem auch eine Batterie geben und die Möglichkeit, erneuerbare Energie zu speichern. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, warum Elektromobilität so gut und so wichtig ist. Natürlich ist es auch als Antriebstechnologie total super, aber ne, es gibt halt noch eine Komponente mehr. Und wenn noch einen Aspekt, also wenn wir E-Autos sehen, die wir auch als E-Autos heute empfinden, es gibt natürlich auch viele E-Autos, die sind halt eigentlich Verbrennerautos mit einer Batterie, ja. Sage ich mal. Aber wenn wir jetzt an echte E-Autos denken, die jetzt auch als E-Auto konzipiert sind, muss man sich auch die Frage stellen, ist das nicht eher auch so etwas wie ein Digital Device? Also wie kommt eigentlich so ein digitaler Aspekt in so ein Auto? Und da muss man halt sagen, sind E-Autos viel, viel weiter vorne als andere angetriebene Autos. Also wenn ich das ein bisschen zumindest relativieren darf, also der Ökostrom heute, unser Strommix ist bei 40% erneuerbaren Energien zurzeit in Deutschland. Allerdings ist das ein Riesenvorsprung oder Vorschritt, wenn wir das vor 5 Jahren anschauen, da war es gerade mal nicht mal 20%. Das heißt also, ich würde es ein bisschen weniger optimistisch sehen. Wir alle kennen auch noch das Batterieherstellungsproblem, also der Öko-Rucksack ist, die Bilanz ist noch nicht so, wie man sie gerne hätte. Aber eines vielleicht
vielleicht kriegen wir es so hin, weil ich habe auch schon ein bisschen Unruhe hier gespürt, ist die Chance, dass wir mit einem Elektroauto in Zukunft sehr viel energieschonender uns fortbewegen können, ist gewaltig, ist groß. Und ich glaube, das ist das beste Ticket, das wir haben im Moment. Ich glaube, ich habe den Punkt nicht so richtig deutlich gemacht. Also was ich glaube, ist, wenn sich E-Autos verbreiten, hat jeder Haushalt, der über ein E-Auto verfügt, eine Batterie, mit der er erneuerbare Energie speichern kann. Das ist eigentlich der Punkt. Also wenn uns die Automobilhersteller die Möglichkeit geben, Autobatterien bidirektional zu beladen und entladen, dann haben wir eine Unterstützung für die Energiewende, weil wir mehr erneuerbare Energie speichern können. Also wir verbreitern einfach die Speicherkapazität. Deshalb ist Elektromobilität, finde ich, wichtig. Das ist ein Aspekt, der halt oft übersehen wird und der dieses E-Auto auch zu etwas anderem macht, als es eigentlich ist, nämlich zu einem Speicher. Also kann ich mein iPhone demnächst auch am Auto laden? Das wäre ja... Okay, jetzt die harte Wende zum, aber wobei, das ist eigentlich, das gehört auch ein bisschen zusammen. Ganz kurz noch. Na gut, ich habe mich nicht getraut, dazwischen zu grätschen. Guck auf die Uhr. Zeit läuft. Nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? Die Wende so hinzubekommen. Nochmal prinzipiell, wenn du was für den Umweltschutz tun willst, dann kaufst du überhaupt kein Auto, sondern läufst und nimmst die Bahn. Also selbst als jemand, der beim Hersteller arbeitet, wir haben ganz, ganz tolle Mobilitätsservice, da brauchte kein Auto, fertig. Das ist erstmal sehr nachhaltig. Aber was ganz, ganz spannend ist, was passiert mit den Autos? Ne? Wir haben ganz andere Recycling-Herausforderungen damit. Das machen wir zum Beispiel, wir haben verschiedene Testprogramme, unter anderem in Lünen und in Hannover stehen große alte Batteriecluster. Alte sind es nicht, es stehen neue Batteriecluster. Seit 4 Jahren machen wir das etwa. Da kommen alte Smart-Batterien rein, ne? Und dann werden die genutzt, um ans Grid angeschossen zu werden, um einfach so Peaks mitzunehmen und entsprechend auszugleichen. Also auch da passiert. Langfristig bin ich hundertprozentig bei dir. Hilft dieser Switch rüber auf E-Mobility natürlich nachhaltig, wenn die auch entsprechend lange fahren. Und wie Richard natürlich auch gesagt hat, wenn sie entsprechend mit dem passenden Strom produziert werden. Das ist in China die große Challenge, ja, die switchen alle rüber auf E-Mobility, knallen aber jedes Jahr 200 neue Kohlekraftwerke ans Netz. Dann kannst du noch so sagen, die sind so weit mit E-Mobility, nur das bringt gleich auch nicht weiter. Okay, ist das denn, wir versuchen den Zusammenhang zu Apple herzustellen, ich weiß, es ist schwer und es wird mir auch nicht gelingen, aber dennoch versuchen wir es. Habt ihr letzte Woche unsere Sendung gesehen, letzten Freitag? Wer hat sie gesehen? Ah, okay. Ah, gut. Die anderen dürfen dann gehen. Nein, das war ein Spaß. Da haben wir euch beide schon zu Gast gehabt, zu dem interessanten Thema Quo Vadis Apple. Ja genau, nehmt ihr mal das Mikrofon nehmen. Man könnte das auch für die Autoindustrie fragen, haben wir ja auch schon analysiert in den beiden Vorträgen von Richard und von Sascha. Aber wie geht's bei Apple weiter? Also wir haben gesehen, ein neues Smartphone kam raus mit 3 Kameras. Nächstes Jahr kommt eins mit 4 Kameras. Gibt es da noch Luft, noch irgendwas zu innovieren? Das sind, glaube ich, 2 Dinge. Das erste ist, dass wir, das ist ja auch mittlerweile eine Plattitüde, dass Smartphones, so wie wir sie jetzt kennen, ausentwickelt sind. Es ist sehr stark seit Jahren eine Frage der Software, was ich mit diesen Geräten machen kann, welche Ideen es da gibt. Das ist ja auch etwas, was Apple, womit Apple mit dem App Store ja auch einen Markt geschaffen hat, das zu entwickeln. Und wir sind jetzt mittlerweile in einem Bereich, in dem ich diese Software professionell nutzen kann, selbst auf mobilen Geräten, die ja lange so, das ist Spielerei, aber richtig arbeiten kann ich damit nicht. Das ist überholt und ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir ständig auf Spezifikationen nur gucken und zu sehr die Software außer Acht lassen. Und das andere ist, was Apple direkt angeht, glaube ich, eine Frage des Erwartungsmanagements. Also eine Firma, die das iPhone auf den Markt geworfen hat, hat einfach sehr hohe Standards für sich selbst geschaffen. Und wir von außen tragen dann oft die Erwartungen daran, da muss jetzt aber nochmal sowas kommen. Dann kam noch irgendwann das iPad, was aber
in den Grundzügen durch das iPhone ja auch schon bekannt war. Es war ein größeres Device mit dann nochmal anderen Möglichkeiten. Und ich glaube, da spielt unser Erwartungsmanagement einfach eine Rolle. Es wäre falsch, an Apple die Erwartung zu stellen, da müssen jetzt nochmal solche Kracher kommen. Und ich glaube, auch nur so kann es geschehen, dass da so Schlagzeilen wie Apple ist nicht mehr der große Innovator rauskommen. Alles eigenes Erwartungsmanagement. Also für uns. Also wir. Ich mach mir so ein bisschen Sorgen um Apple. Ganz okay. Einfach deswegen. Also einmal haben wir ich ja, nicht. Ja. Einmal haben wir ja gerade gehört, so lebt übrigens unser Cosmotech-Podcast auch davon, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Ich hatte es auch in dem Apfeltalk angesprochen letztens. Steve Jobs haben wir gerade gehört, 8 Jahre schon nicht mehr mit am Ruder. Das spürt man schon, finde ich. Wir haben ja auch eben gehört, die Keynotes sind immer alle identisch, weil Steve Jobs hat es einmal kreiert, hat funktioniert und dann wird es jetzt wirklich platt immer wieder. Aber Jonathan Ive geht auch oder ist weg. Das ist der Mann, der nicht nur für die Haptik und Optik zuständig ist, sondern auch für die Usability und so weiter und natürlich vor allem diese supergeilen Videos immer besprochen hat. Im White Room. Ja, genau, diese super klasse Stimme, die einem dann quasi schon so reingezogen hat, so halb erotisch. Ne? Das fällt alles weg und da bin ich gespannt, ob und wie Apple das denn diese Lücke wird füllen können. Also ich denke, dass da eine ganze Menge an Einfallsreichtum und Kreativität wegfällt. Bei den Geräten ist es ja schon schwer genug, hat Dennis ja gesagt, weil sie ausentwickelt sind. Man versucht jetzt mit neuen Online-Diensten natürlich Kohle zu machen. Man hat mit den AirPods ganz guten Erfolg. Die gehen ja ständig verloren und dann kauft man sie nach. Wir haben bei Amazon gesehen, jetzt gerade, was die alles an Geräten, also kettenmäßig haben die dann da 1000 verschiedene Geräte rausgehauen, mal so eben. Das scheint so der neue Markt zu sein, mit sowas rauszugehen und dann eben nicht nur die Hardware zu verkaufen, sondern eben auch die Dienste zu verkaufen und im Fall von Amazon natürlich auch Daten einzukassieren. Das ist jetzt nicht das Thema bei Apple. Ich hoffe, es bleibt auch so. Aber ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich glaube nicht, dass es so einfach, wenn es überhaupt jemals einfach war, wird in den nächsten Jahren, wie es in den letzten 18 Jahren gewesen ist. Hm. Richard? Also ich sehe es ganz anders. Okay. Es gab mal in der Tat eine Phase, da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt wie so ein aufgegossener Teebeutel, immer und immer wieder. Dann gibt's das S-Modell und dann gibt's irgendwie das Plus und das Max und hast du nicht gesehen. Ich glaube aber, das ist nur so eine Zwischenphase, die in der Tat, das ist ausgereizt, da gebe ich euch recht. Aber erstens, die Keynotes sind fundamental anders geworden. Doch, die sind fundamental anders geworden in den letzten Jahren. Dann warst du, in wie viel Keynotes warst du denn vor Ort? Okay. Nee. Okay, gut. Gut. Dann schau sie dir nochmal an. Die Entwickler haben. Du bist doch Journalist, bleib nein. Bei den Fakten, Richard. Ach komm, jetzt komm nicht mit den Fake News. Das ist wirklich billig. Es ist de facto so. Ja, soll ich dir darauf antworten oder willst du einfach nur einen guten Satz hier landen? Also, pass auf. Die sind tatsächlich anders. Du hast eine höhere Diversität von, also sehr viel mehr Frauen. Du hast sehr viel mehr auch unterschiedliche Speaker. Nein, du hast unterschiedliche Speaker. Du hattest immer wieder die drei oder vier gleichen, Federighi und so weiter. Und die haben tatsächlich in den letzten Jahren durchgewechselt. Du hast die letzten zweimal, hat Tim Cook gesagt, er macht, hat keine Zeit, am Anfang mit der Selbstbeweihräucherung, welcher Apple Store gerade wieder eröffnet worden ist und so weiter. Da ist eine Menge geschehen. Und was das Killer-Device angeht, glaube ich, da werden wir in den nächsten Jahren bestimmt wieder etwas Größeres sehen. Also da bin ich mir 100% sicher. Ich hätte sogar auch eine... Das Auto. Nein, nicht das Auto. Der Fernseher. Nein. Er hätte da eine Idee. Aber tatsächlich im Moment haben wir halt eine Evolution und keine Revolution. Aber ich glaube, da kommt wieder was. Jetzt müssen wir stark sein. Wir müssen stark sein. No, nochmal. Das war geschickt gemacht. Ich habe noch niemals von Personen gesprochen bezüglich der Keynotes. Die Keynotes sind fundamental gleich aufgebaut von den Inhalten. Das wird sich auch nicht ändern, weil sie es auch so gut machen. Es sind andere Companies, die es kopiert haben. Google, Microsoft etc., die machen es ähnlich. Die haben es von Apple genauso gelernt. Es geht mir nicht darum, ob der eine Tony Maroni oder Erwin Wubschek heißt, ein anderer drauf ist. Kommt es hier auf die Inhalte an. Generell auch bei den Sachen, die ich sage, Richard. Ich
erkläre jetzt mal ein bisschen ganz kurz, warum ich, was Richard eigentlich sagen wollte, warum er optimistisch ist. Und dann kam die Keynote-Geschichte. Ich glaube, dass Apple gerade wirklich an so einem, oder nicht erst gerade, schon seit einigen Jahren, wenn ihr euch mit den Bilanzen von Apple auseinandersetzt und die mal ein bisschen analysiert, seht ihr ganz einfach, wie die Kategorie Software und Services durch die Decke gegangen ist. Auch da muss man wirklich sagen, hat Apple in einer gewissen Art und Weise vorgelegt, wobei sie von Microsoft in dem Bereich wirklich überholt wurden. Ne? Also was Microsoft mit Office 365 und so weiter, ich kann mich noch daran erinnern, als das rauskam und die ersten sagten, wie Office bekomme ich jetzt nicht mehr auf einer CD-ROM. Das ist eine Katastrophe gewesen für viele Menschen. Nein, es ist in der Cloud drin, läuft wunderbar, machen wahnsinnig viel Geld damit. Deswegen ist bezüglich der Marktkapitalisierung, glaube ich, auch Microsoft vor Apple. Das war die Company, die sich damals über das iPhone aufgeregt hat. Da haben die auch alle gesagt, meine Güte, das ist alles vorbei mit denen. Anyways, was Apple machen wird, ist A, diesen Weg natürlich entsprechend weitergehen, Software und Services auszubauen, weil nirgendwo hast du eine entsprechend bessere Marge. Das ist nun mal so. Es arbeiten bei Apple wahrscheinlich um Faktor 100 mal mehr Software-Ingenieure und Entwickler als Hardware-Ingenieure. Das ist nun mal so. Das ist letztendlich die Plattform. Ich habe völlig recht. Die sehen alle gleich aus. Ne? Vorne ist es immer halt ein Display, mit der du in die Cloud gucken kannst. Aber was passieren wird, ich glaube, die ersten Gerüchte kamen so vor 3 Jahren auf. Und ich glaube, dass Apple die Company ist, um diesen Code zu knacken, beziehungsweise diesen Markt hinzubekommen. Wie lange reden wir über VR und AR? Ich habe meine erste VR vor 20 Jahren auf der Nase gehabt. Heute, ich habe alle Brillen, die es gibt. Also jeweils das ein Modell davon. Tatsache ist, Du probierst da 2-3 Stunden aus und dann ist kein Content mehr da. Was bleibt dir also übrig? Ab auf YouTube 360 Videos gucken. Da kannst du dir aber auch so ein Goldfischglas auf den Kopf packen und dir die Welt angucken. Das ist günstiger und ist der gleiche Effekt komplett. Es gibt kein World of Warcraft. Es gibt keinen GTA-Moment bei VR und AR. Vor 3 Jahren kam es irgendwann mal aus, oh mein Gott, Apple, jetzt kommt das große Ding, jetzt kommt die AR-Brille etc. Microsoft hat das, glaube ich, gut gemacht mit HoloLens. Die nutzen wir unter anderem auch in der Produktion. Aber ich glaube, dass die Vorlage und das Fundament da ist. Mit AR-Kit hat Apple die beste Entwicklungsumgebung, die es in dem Bereich auch wirklich für einen Einzelentwickler geben kann, um da entsprechende Anwendungen drauf zu packen. Aber ich warte einfach an dem Moment, wo die nicht mehr auf einer Entwicklerkonferenz mit dem iPad um diesen Tisch drumherum laufen. Könnt ihr euch einen Spieleabend vorstellen mit 3 Leuten um so einen Tisch mit euren Geräten? Dann ist doch Bullshit. Apple wird das hinbekommen, ich bin mir ganz, ganz sicher. Die AR-Brille wird kommen. Ich dachte, dass sie früher kommen wird. Sie wird später kommen. Jetzt sind wir. Wir sind endlich einer Meinung. Ja. Woo! Ja, sie wird kommen. Und der große Unterschied wird sein, die werden Content dafür haben, der Content wird geil sein, das Gerät wird ein anderes Design haben, das Design wird geil sein, es wird eine entsprechend andere Usability haben, es wird gut aussehen und jeder will genau hier wie die Zahnbürstenköpfe so ein Ding halt auf der Nase dann haben und Apple wird das machen. Und sie haben die Rechenpower, weil die haben wir alle schon in der Tasche. Das heißt also im Grunde genommen ist es tatsächlich eine Frage der Zeit, wann sie damit rauskommen. Ich bin mir 100% sicher und endlich mal einer Meinung mit Sascha. Tatsächlich. Ach, dass ich das noch erleben darf. Die AR-Brille wird das nächste big, big thing sein. Übrigens, wenn ihr das neue iPhone jetzt im Store schon irgendwie, also im Online-Store kaufen wollt, dann seht ihr im Grunde genommen schon die Technik dahinter. Ne? Ihr könnt tatsächlich das Ding schon in AR euch im Shop anschauen auf apple.de und auf den Tisch platzieren, in die Hand nehmen und so weiter. Und jetzt ist der Weg bis zu eurer Netzhaut nur noch so gering und das wird kommen. Und da bin ich 100% und das wird richtig, richtig toll. Wenn ihr euch anschaut, was für eine Firma die sich jetzt letzte Woche wieder gekauft haben, wenn ihr wisst, was Zeiss schon mit denen alles hat, wo sie nicht drüber reden dürfen, dann ist das eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Die Frage ist nur, wann, weil ich will es endlich auf der Nase haben. Ja, ich kann jetzt nicht noch so viel zu dem Thema beisteuern. Es wäre auch meine Wette. Ich habe ein paar Restzweifel, ehrlich gesagt. Okay. Aber es wäre jetzt meine erste Wette, was, wenn Apple an was Neuem arbeitet, was dann käme. Ich sehe aber gleichzeitig auch, dass Apple in den vergangenen Jahren wahnsinnigen
Entwicklungsstau aufgebaut hat, mit einer sehr starken Konzentration aufs iPhone und eine Reihe von Geräteklassen, die sie vernachlässigt haben auf Hardware- und auf Software-Seite. Ich sehe im Moment, dass sie so einigermaßen langsam da rauskommen aus diesem Stau, und ich glaube, das ist auch der Grund für diese sehr diversen Keynotes, die wir gesehen haben, weil einfach viel weg musste. Alles muss raus. Jetzt ist vielleicht ein bisschen der Platz da, okay. Aber ich habe noch so meine Restzweifel, weil ich glaube, dass das Thema AR und VR auch ein sehr stark kulturelles und nicht nur ein technologiegetriebenes ist, und wir kennen die Glasshole-Träger, die einfach aufs Maul bekommen haben. Und das ist ein viel größeres Problem als der reine Technologie-Part, auch das zu lösen. In Deutschland? Naja, die haben in den USA aufs Maul bekommen. Also deswegen. Ja. Okay. Ob es an der Brille lag oder weil es einfach ein Arschloch war. Vielleicht. Oder beides. Oder beides. Ey. Ich weiß es nicht, bin dabei. Okay. Ich finde, das war ein guter Abschluss. Diese Fragen stellen wir uns immer. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank. Okay, das war unsere kleine Podiumsdiskussion mit der Versöhnung von Richard und Sascha, dass wir das noch erleben durften. Vielen Dank. Nehmt ruhig Platz, wir brauchen euch gleich alle nochmal, aber nehmt ruhig noch Platz. Du warst das. Ich frage mich, aha, der alte Schlingel, heimlich ausgetauscht, ne? Ist klar. Dabei könntest du dir drei davon leisten. Okay, ich hatte zu Anfang gesagt, wir haben einen ganz fantastischen Partner AVM hier heute, und die haben, als ich gefragt habe, wir haben da so eine Convention und das wäre ganz toll, wenn wir da was verlosen könnten. Da haben sie, ich konnte den Satz gar nicht zu Ende sprechen, haben sie schon zugesagt. Klar, was willst du haben? Warte noch mal eben die Messe ab, vielleicht noch was Neues. Und wir haben jetzt unser Gewinnspiel, und da ich ja nicht der alleinige Moderator von Apfeltalk Live bin, habe ich überlegt, dass Olli das machen kann. Unser Spezifikator Oliver Bergmann, komm schon mal auf die Bühne. Von AVM Doris H., die Pressechefin, und unsere Glücksfee, Nancy Wolfram. Ja, ich mache nur die Einleitung, dann bin ich schon, ja, ihr kennt euch alle noch gar nicht, das ist sehr gut. Nancy, Doris, Olli, Doris, Nancy. Also wir haben ganz tolle Preise bekommen von AVM, das mache ich noch eben, dann könnt ihr gleich loslegen, nämlich hier, kennt ihr alle. Jetzt war ein Lacher vorgesehen. Ja, danke. Das ist die erste Fritzbox ever. Die haben wir natürlich nicht. Wir haben Top-Geräte. Olli, du bist ja Spezifikator. Du hast dich natürlich ausführlich damit beschäftigt. Wir haben eine Fritzbox 7590. Funktioniert hervorragend am Telekom-Anschluss. Auch mit Super Vectoring. Aber das ist nicht alles. Da gibt es noch den Fritz-Repeater 3000 dazu. Und hiermit übergebe ich an Olli. Du brauchst noch ein Mikrofon, es liegt auf dem Tisch. Super, vielen Dank. Moin, hallo. bis eben war ich noch richtig cool, habe diese tolle Convention genossen. Und dann sagt er, na, kommt mal auf die Bühne. Und dann geht das so richtig runter. Es ist ein cooler Anblick hier, ganz ehrlich. Das müssen wir immer so machen. ja, ich weiß nicht, die Fritzbox kennt ihr wahrscheinlich wirklich schon, die ist ja schon ein bisschen auf dem Markt. Ist das noch das Flaggschiff von euch? Das ist das aktuelle Flaggschiff für DSL, die 7590. Geht theoretisch bis 300 Mbit am DSL-Anschluss, gibt Super Vectoring-Tarife jetzt mit 250 Mbit, unter anderem auch von der Telekom. Das ist ja schon mal interessant. Und der Repeater, der ist jetzt, glaube ich, ganz neu gekommen. Da habe ich mir vorhin so ein bisschen die, du hast ja ein eigenes Mikro, die Daten angeguckt, so richtig spezifizieren konnte ich diesmal heute gar nicht, leider. Was mir aber auffiel, ist, dass das Ding jetzt steht. Ich kenne nur die Repeater in die Steckdose und das war's. Und er hat LAN-Anschlüsse, zwei Stück. Exakt. Das ist unser erster Repeater. Wir waren ja die Ersten, die einen Repeater für die Steckdose rausgebracht haben. Und wir haben aber gemerkt, dass der Anspruch, der WLAN-Anspruch immer wächst. Mesh ist da so ein Stichwort, man hat mehr Geräte zu Hause und möchte überall WLAN haben, in jeder Ecke. Und das ist vielleicht auch ganz gut erstmal, dass man Tribänder hat, also drei Funkeinheiten, und dass man den Repeater frei platzieren kann, deswegen auch das Netzteil dran.
Und der ist ganz schön schnell, ne? Der ist extrem schnell, ja. Bis zu, also insgesamt 3000 Mbit pro Sekunde wären möglich. Die Geräte haben genug Volumen sozusagen. Wow, ja. Und AVM hat uns ermächtigt, 5 Stück von diesen Paketen rauszuhauen. 4. Weil eins, wo, was, wohin? Warte, also. Okay, also 3 von diesen Paketen können wir jetzt verlosen. Merke ich mir. Da ist der Beutel. Ich habe meinen Namen 20 Mal reingetan, das war okay, oder? Achso, genau. Ich habe den Beutel. Nancy ist die Glücksfee. Aber willst du nicht vorlesen? Und Dagmar, Doris liest vor, würde ich so sagen. Genau. Ordentlich durchmischen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das wäre, wenn ich das Mikro hätte. Möchtest du eins haben? Nancy Wolfram, das ja. Bin ich! Cool. Spaß. Also ich habe hier jetzt den Namen Andreas Harms. Wow. Yay. Viel Spaß damit. Super. Dankeschön. Gerne. Herzlichen Glückwunsch. In Hannover hat es nicht funktioniert, hier hast du was gewonnen. Super. Hey. So, der Nächste. Wenn du jetzt wieder Nancy Wolfram sagst, dann wäre ich zum Tier. Ein Joker. Ja, da wollte doch mein Name drauf. Wie kam denn der da rein? Das ist ja komisch. Geschickt. Ich fürchte, da könntest du jetzt ein paar mehr von geben. Oh. Alexander Liermann. Alexander Liermann. Komm, trau dich! Ist dein zweiter Vorname nicht Alexander? Wer möchte so heißen? Nein. Dann ziehen wir weiter, ja. Tut mir leid. Hast du da jemanden reingeschummelt? Nein, es tut mir wirklich leid, dass du da bist. Alles gut. Wir haben volle 8 Minuten Zeit getaktet. Dieter Kaib. Hey. Willst du schon weiter? Ziehen? Okay. Ich zieh schon weiter. Herzlichen Glückwunsch. Und hier haben wir Klaus Markus. Zieh doch mal eine Frau. Wie wär's denn mit einer... Ist das nicht eine? Nein, okay, schade. Ja, ich musste ein bisschen Füllstoff reintun. Helge Bruhn, nein. Eine Frau, bitte. Bitte eine Frau. Warte. Es ist wirklich schwer. Die Scheren sind die Frau, oder? Nein. Oh. Okay. Und Dennis Ebert kann sich noch freuen. Dennis Ebert da? Ah, die nächste Chance. Mehr Chancen für die Frauen. Ja, um die... Okay. Wieder keiner? Oh. So. Jan Zippel. Danke. Doris, ich gebe auf. Okay, sie gibt auf. Doris soll ziehen. Okay, ich drück dir die Daumen. Bitte eine Frau. Fast. Matthias Frielingsdorf. Ey, unser Hacker. Wuhu. Wow, schade, aber Glückwunsch. Ich entschuldige mich bei allen Frauen, die ich nicht gezogen habe. Sie mögen es dir verzeihen. Es sind ja leider nicht ganz so viele hier heute. Ja, aber erstaunlich viele, finde ich auch. Super. Na?
Ja, mehr haben wir hier nicht zu verlosen. Oder haben wir da noch one more big thing? Wir haben noch ein one more thing. Wollte da nicht jemand auf die Bühne kommen? Jan? Wo ist Jan? Ah, der ist auch schon gegangen. Jan, das one more da thing. Kommt angelaufen. Jan Gruber, unser Podcast-Chef. Oh, ich übergebe mich. Ja, noch weniger als Frauen haben wir Österreicher hier. Und es hieß, sie müssen den Österreicher auf die Bühne holen für ein bisschen Quatsch. Und auf der anderen Seite habe ich heute schon gehört, ja, unser ernster Österreicher. Und wir haben vorher schon gehört, früher, der Steve Jobs war alles besser, ne? Und ich habe jetzt auch ein One More Big Thing zum Verlosen. Und wer es erratet, bekommt es auch. Weil früher war alles so toll, da gab es ganz groß gefeierte One More Things am Ende. Hat wer so ein paar Ideen, was war denn da früher dabei, in den Zeiten, wo alles besser war? Einfach rausrufen. Apple Watch war kein Big Thing. Und war das noch unter Jobs? Nein? MacBook Air. MacBook Air, ja, aus dem Cover wird zu einem tollen Song. Das allererste iPhone. Wir reden von den tollen Dingen, Dinge, die groß vorher angekündigt wurden, so mehr oder minder. Erinnert ihr euch noch an die Beatles? Das war auch so ein Ding, wenn sich jeder daran erinnern, wurde damals so angekündigt. Na, es gab mal was, was sie verschenkt haben und keiner wollte. U2-Album. Giancarlo Hartz, wir haben noch ein U2-Album für jemanden, der hoffentlich keines will. So viel zu früher war alles besser. Nee, lass ihn ziehen, ne? Ja, wir ziehen das noch, oder? Achso, nee, wer es geraten hat, bekommt es. Ihr braucht nicht ziehen. Wer es geraten hat, bekommt es, ja. Sehr gut. Ach, Carlo, ja, du hast es verdient. Okay, vielen Dank. Danke, Doris, danke, Nancy, danke, Olli. Was? Hier geht auch wird alles geklaut. Ich hatte bisher ein iPhone 11 Pro, jetzt habe ich ein XS Max. Es läuft hier. Vielen Dank. Das war unsere Bühnenpräsentation. Jetzt machen wir noch ein Selfie mit allen. Das heißt, ich möchte alle Protagonisten nochmal auf die Bühne bitten, auch du. Das heißt, jetzt bist gerade abgehauen, kannst bitte nochmal kommen. Das Apfeltalk-Team bitte auch, alle mit den roten Shirts nach vorne. Wir versuchen jetzt ein großes Selfie. Am besten, es wird komisch für euch aussehen, aber hinterher wird das Selfie gut aussehen. Wir stellen uns am besten hier vor und einer mit ganz langen Armen. Genau. Genau, mit der Weitwinkelfunktion sollte das gehen. Oder kann das Marcella kommen nach vorne, damit man dich sieht? Das Apfeltalk-Team. Ja, wir müssen uns sowieso klein machen. Ich weiß, es ist nicht geprobt übrigens. Das ist alles. Richard hat meinen. Oh ja, guck, der Axel macht's, das ist gut. Warte, ich gebe dir trotzdem Ultra-Weitwinkel. So, alle zusammen. Ist jetzt kein Selfie mehr, streng genommen. Und ihr müsst natürlich auch alle schlau gucken, weil ihr seid irgendwie, ihr müsstet hier aufstehen, damit man euch besser sieht. Ich gehe mal in die Knie ein bisschen. So. Und was sollten wir sagen? Samsung, ne? Damit alle lachen, oder? Telekom, das ist ja toll. Samsung. Okay, vielen Dank. Gleich auf der Telekom-Wall. Immer dran denken, Hashtag Telekom-Wall. Das ist übrigens mein Handy, ne? Danke, Jan. Und genau. Jetzt gibt es die Hands-on-Area. Alle Speaker, alle das Team, alle stehen euch zur Verfügung. Stellt die Fragen, die ihr immer fragen wolltet oder auch noch nicht fragen wolltet. Vielen Dank, dass ihr da seid. Bleibt noch ein bisschen da. Bis 17:45 haben wir hier den Laden gebucht. Nehmt euch was zu trinken, redet miteinander. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Halt! Halt! Bis halb! Eine Stunde! Eine Stunde sind wir noch da. Dankeschön.